Ist meine Frisur cringe? Mute dich erstmal. Nee, ich zieh ihn jetzt. Hallo? Okay, ich höre nicht. Er sagt aber auch nichts. Okay, so, ich schreibe mal ganz kurz. Hallo? Hallo? Hey, Matteo. Hi, Dalu. Na, was geht ab? Bereit für Phasmo? Um ehrlich zu sein, gar nicht, weil ich weiß gar nicht, wie das jetzt gerade abläuft. Wir werden wahrscheinlich dann nur In-Game-Voice benutzen, oder? Hast du noch nie gespielt? Ich habe es einmal gespielt, da waren wir aber zu viert hier im Studio und haben das dann... warte mal, Turi schreibt also, mir... Warte ganz kurz, wichtige Informationen. Ja. Matteo, mir ist... Oh, vielleicht sollte ich es nicht laut vorlesen. Warte mal, ich lese es erstmal und dann gebe ich die Information weiter, die ich weitergeben darf. Also Turi hat mir geschrieben, warte. Okay, sie kann... Turi hat uns abgesagt, sie kann heute nicht. Dalu, jetzt pass auf. Enttäuschend. Jetzt pass auf. Es hätte nämlich... Und Lara schreibt mir auch, sie schreibt... das Erste, was Lara mir schreibt, ist, wieso Phasmo mit Anni? Nein. Brauche noch 5 Minuten, letzte Verlosung. Was verlost sie denn? Okay. Also erstmal. Also wir hatten heute, es wäre fast unangenehm geworden, weil du spielst ja ab 23 Uhr mit Anni, ne? Ja. Habt ihr dann schon 2 Leute, mit denen ihr spielt? Nein. Kann ich da mitspielen? Also ich denke, am besten fragst du Anni. Das war für mich nur ein spontaner Plan. Okay, weil... Also was ist denn, wenn wir Anni einfach jetzt fragen? Oder hat Lara da was gegen? Nee, Lara hat, glaube ich, nichts gegen. Nur das Problem war, das war so eine ganz komische Verkettung. Weil wenn Lara nichts dagegen hat, dann könnte Anni ja jetzt schon mitspielen. Ja. Dann müssen wir nicht wechseln. Richtig. Das wäre smart, oder? Ja, das wäre richtig geil. Oder wenn Anni erst später kann, spielen wir erst zu dritt. Und wenn Anni dann kann, kommt sie einfach dazu und wir sind 4. Boah, es wird ja immer krasser. Dann haben wir das ja gelöst. Ja, ja. Okay, der Chat schreibt, das ist cringe, was wir gerade machen. 7 von 10 cringe. Dalu, cringest du manchmal, wenn du was im Internet siehst? Selten eigentlich. Weil es gibt Sachen, die finde ich vielleicht cringe, aber ich finde viele Sachen auch einfach eher lustig. Also so, ich mag das, wenn Leute dumme Sachen machen, würde ich das nicht gleich als cringe bezeichnen. Ja. Ich finde das eigentlich immer unterhaltsam. Ja, ist bei mir genauso. Ich habe auch so gemerkt, so das, was früher, glaube ich, als cringe durchging, ist jetzt einfach normaler Internethumor geworden. Aber für mich ist cringe, wenn so zum Beispiel, wenn jemand versucht, was, also mit Absicht lustig zu sein und dann geht es schief. Das ist dann für mich dann unangenehm, aber sonst ist kein Problem. Okay, also Dalu, dann machen wir es so. Ich frage jetzt Anni, ob sie jetzt schon Zeit hat. Oder willst du sie fragen? Weil du warst ja eigentlich mit ihr. Ich glaube, die streamt schon, oder? Oh, das könnte, aber was sollen wir da machen? Das ist ja unangenehm für sie dann. Das ist unangenehm, wenn die gar keinen Bock hat. Ja. Das ist dann cringe. Nein, Quatsch. Streamt sie schon? Ich guck mal eben. Ja, guck mal kurz rein. Okay, sie streamt auf jeden Fall schon. Oh, scheiße. Ah, nee, sie macht auch, glaube ich, irgendwas. Oder sie hat doch vorhin irgendwas geschrieben, dass sie irgendwas macht und dann ab 23 Uhr spielt sie mit Sie malt ein Bild, aber ein Bild kann man auch morgen malen, oder? Oha, da, yes. das ist aber Spaß. Dünnes Eis jetzt. Das ist auch ein Spaß gewesen. Also ich stimme dir dazu, ich finde Kunst ist auch Quatsch, aber... Aha. Was? Jetzt kommst du so. Ja. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Schreibst du ihr oder soll ich ihr schreiben? Ich schreibe ihr mal, aber ich weiß nicht, ob sie das liest. Wo schreibst du denn? Ich kann sie nur auf Twitter anschreiben. Ach so, dann ich schreibe mal ganz kurz. Ich versuche es mal so uncringy wie möglich zu formulieren. Ja, mach mal. Hi, Anni. Dalu meinte, nein, warte, das war nicht. Bilder malen ist Quatsch. Spiel mal mit uns. Nein, nein, immer weg. Hi, Anni. Wir könnten direkt. Nee, warte mal. Ah, scheiße. Hi, an. Mann! Wie formuliere ich denn das jetzt? Ich mache eine Sprachnachricht. Das ist besser.
Meinst du, dann kommt das besser rüber? Ja, ja, weil dann hört es ja den Tonfall und kann es nicht fehlinterpretieren. Warte, wie mache ich das? Ich kann das, ich mache nie Sprachnachrichten. Ich habe erst in meinem Leben 3 Stück gemacht und ich glaube, die waren alle on stream. Ich mache privat nie welche. Ich mache mal ganz kurz, okay? Hallo, Anni, hier ist Matteo aus dem Internet. Wir haben heute einen Platz frei bei... Okay, ich habe abgebrochen. Ich lasse sie mal so. Und ich meine, sie wird darauf hier antworten, weil sie wird merken durch das schwere Atmen, dass mir unangenehm war. Und dann wird sie wahrscheinlich schon merken, was los ist. Okay, ich lasse mal so, mal gucken, was kommt. Gut, dann lass uns erstmal zu dritt spielen. Jetzt sagt der Chat, das ist 10 von 10 cringe. Es ist kein cringe. Es geht schon klar. Gut. Dalu, haben wir uns bei Steam? Oh, Anni hört seine Nachricht ab. Oh, scheiße. Das würde ich gerne hören. Ich sag dir anhand der Reaktion, ob sie es gut findet oder nicht. Warte. Wie lange ist deine Nachricht? Ist nicht so lang. Moment. Oh nein, oh nein. Hallo Anni, hier ist Matteo aus dem Internet. Sie spielt's ab. Wir haben heute einen Platz frei bei. Bitte Oh, mir ist schlecht. Zu. Hallo. Hi. Doch, ich wusste nicht, wo wir uns treffen. Warum lachen wir? Nee, ist alles cool. Oh Gott, mir ist gerade wirklich schlecht gerade. Warum ist dir schlecht? Oh, sorry, Lara. Oh Mann. Oh Mann. Also wir haben ein paar. Matteos Flirtversuche gehen nach hinten los. Das war kein Flirt. Spielt ihr schon, oder was? Nein. Matteos im Internet. Wir sind doch nicht mal in-game. Oh, fuck. Ich spanne recht von Matteos. Okay, ja, ihr braucht auch noch so zwei. Was geht denn, Freunde? Willkommen zum Stream. Wir machen. Okay, alles klar. Matteo, setz noch mal einen nach jetzt. Oh, nee, ich kann nicht. Das ist, also jetzt bin ich gerade am Limit, glaube ich. Das ist. Also mein Körper ist jetzt schon im Begriff, sich von innen nach außen zu stülpen vor Cringe. Ich kann jetzt nicht noch was hinterher setzen. Oh nein, jetzt habe ich wieder. Ich habe den Among Us-Code geleakt. Aber wir spielen keine Among Us, ne? Okay, warte, ich gehe nochmal hier raus. So, dann machen wir es mal so. Ich gucke jetzt mal, was Anni geschrieben hat. Hallo? Was hat sie geschrieben? Schreib mir nie wieder. Sie schreibt, bitte hör auf, ins Handy zu stöhnen. Habt ihr doch gesagt, dass mich das nicht anmacht. Oh Mann, ey. Oh, es ist so wieder. Okay. So, Play Phasmophobia. Ah, nee, warte, lass uns erstmal adden. Haben wir uns bei Steam da, du? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir... Ich glaube, wir haben uns wirklich nicht, ne? Und Lara, nee. ich hab dich, glaube ich, nur mit dem Bonjour-Account. Ich würde aber mit meinem privaten Account spielen. Wie adde ich euch denn jetzt? Oder soll ich mich umloggen in den Bonjour-Account, weil da habe ich Lara. Den habe ich ja auch. Achso, ja, ich wäre ja überhaupt für gesprungen. Genau, ich habe dann aber Lara, weil das Adden ist bei mir ein Problem. Ich habe da schon mal eine Stunde für gebraucht, hat nicht funktioniert. Okay. Hast du einen ganz wilden Namen oder was im Steam? Nee, meine Friendlist ist voll. Dann kriege ich immer Leute raus und dann joinen immer andere hinterher. Warte mal, ich mach mal hier die Cam. Ah, das sind Probleme. Die hätten viele gern. Glaube ich nicht, weil... Na gut. So, also, angenommen, ich möchte dich adden. Kannst du mir sagen, wie du heißt? Dalukat. Ja, okay. Wahrscheinlich heißen 2 Millionen Leute so, oder? Dalukat. Steam Level, also Steam Level steht, glaube ich, daneben. 49, oh mein Gott, ist ja richtig low. So, Dalukat Daniel. Dalukat Daniel Smith. Nee, Dalukat. Einfach nur Dalukat. Und ein Bild mit so einem geteiltes Avatar in der Mitte. Ja, ich zeig's mal ganz kurz im Chat, wie viele Leute da sind. Also das hier, das hier, das hier, das hier ist auch Dalu, das hier ist wahrscheinlich auch Dalu, das ist Dalu, das ist Dalu,
Das ist Dalu-Fan, Dalu-Kart Second Account, Suche Dalu-Kart, Dalu-Kart Kill Plus Plus, Dalu-Kart Smurf. Mhm. Wen nehmen wir davon? Warte, ich. Warte, wenn nicht 8 Werbungen auf deinem Channel laufen würden. Das ist nicht. Das musst du Twitch sagen. Geh mal weiter hoch. Ja. Das haben wir jetzt Delay. Also. Es müsste der Oberste sein. Der, ja. 49. Wallhacker steht. Wallhacker, genau, ja. Klar, hätte ich mal selber denken können. So, add friend, Dalu-Kart. Friend invite sent. They will appear as a friend once they have accepted your invite. Okay. Ja, hab. Cool, kam es echt an? Ja. Wow. Ich bin überrascht. So, nice. Ah, der Anfang heute war schon sehr lustig, muss ich sagen. Ja. ungewollt, wie immer. So, okay, Lara ist aber noch da, ne? Oder haben wir Lara jetzt schon vergrault? Ich glaube, Lara war nur kurz, um zu sagen, dass sie später da ist. Ach so. Ja, okay. Also sie ist im Channel, aber gemutet. Das kann nicht lange dauern. Okay, alles klar. Dann ich schreibe jetzt nochmal wirklich Anni, damit sie es mal checkt, weil sonst... Ja, du solltest dich beeilen, sie fängt jetzt gleich mit ihrem Bild an. Ja, sie kann ja das Bild malen und dann kommt sie später dazu. Ich will jetzt auch nicht ihr Programm unterbrechen. Wir sind zu dritt bei Phasmo. Phasmo. Und halten dir den Platz frei. Du kannst jederzeit dazu kommen. Dalu, Lara und ich. Okay. Gut, ich hoffe, das funktioniert. Ja, Tori hat leider abgesagt. Ich habe es aber auch gerade eben erst gesehen. Also ich konnte das auch jetzt nicht früher oder so. sie, immer wenn du ihr schreibst, liest sie sofort. Echt? Ja. Okay, die hat da einen extra Klingelton für dich, Matteo. Das ist deine Dalu, Chance. Hör auf, da ist nichts. Hört auf, die Gerüchte hier zu streuen. Da ist 0,0. Direkt alles okay? Weggelegt. Okay. Aber du kannst mir sagen, was sie geschrieben hat. Oder was? Nee, nicht, was sie geschrieben hat, sondern was sie gesagt hat im Stream. Was sie geschrieben hat, könnte ich selber sehen. Danke dir. Ich mal jetzt noch, vielleicht später. Okay, cool. Gut. Okay. Ah, Mann, oh Mann. Ja gut, dann starte ich jetzt einfach mal das Spiel. Dalu, glaubst du eigentlich an Geister? Gut, so viel dazu. Oh, Matteo, ich glaube, du hast einen Korb bekommen. Von wem? Was? Nein, ich... Von dir? Nein. Okay. Okay, start mal Phasmophobia. Ja, gerade übel gefriendzoned. Wovon redet ihr denn gerade? Ja, ist alles gut, Matteo. Guck's dir nach dem Stream an. Gefriendzoned von an. Alter, Mann, ey. Okay, kann man jemanden einen Clip schicken? Ja, ganz nett, dass du einen Platz frei hältst, aber. Ah, warum ist das immer so unangenehm? Okay. So, ich bin im Game drin. Boah, wie langsam man sich bewegt. So, wo ist denn Lara? Gucken wir mal, was Lara noch in ihrem Stream macht. Lara macht kurze Pause. Und das Bild ist cool. Was hat sie denn für ein Bild drin? Ach so, lol. Das ist einfach aus einem Idle-Screen aus einer Overwatch-Map. Ich dachte, weil so viele so animierte Bilder haben, immer für sich. Aber das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Overwatch habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Hast du das mal gespielt? Super cooles. Overwatch, ja, sogar relativ viel am Anfang, ja. Ja. Ich finde, es macht auch super Spaß, ist aber schwierig für einen Stream.
ging. So als Overwatch rauskam, was eigentlich, also weil es ja jeder spielen wollte, was eigentlich ganz okay für den Stream, weil eh ja. jeder zocken wollte. Genau. Mittlerweile ist es halt sehr Nische. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, ich bin jetzt hier im Game drin und wahrscheinlich in so einer Lobby. Ja, wir sollten halt doch schon auf Lara warten. Okay, okay. Aber wir okay. können was riskieren. Was denn? Warte, ich muss kurz was checken, ob das genauso funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Scheiße, genau so funktioniert es nicht, warte. Ma, Chat, ich feuchte meine Lippen nicht an! Warte. Das ist ja jetzt ärgerlich. Auch hier gibt es einen Lobbycode. Ah, das ist wie bei Among Us, ne? Ja, der standardmäßig aber angezeigt wird. Also, also du kannst den hiden, aber warum ist der nicht standardmäßig gehidet und du kannst ihn öffentlich machen? Ja, das wäre eigentlich smarter. Dalu, warum haben wir uns beide eigentlich nicht bei WhatsApp? Das ist eine gute Frage. Ja, weil ich nicht immer Twitter schreiben. Ja, ich habe das Gefühl, ich schreibe dir fast jeden Tag und es wäre eigentlich smarter, wenn wir irgendwie WhatsApp machen würden. Ja, aber gut, weil in welchen Channel schreibe ich denn jetzt? Ich schreibe den wieder in Among Us, oder? Ja, da haben die beide Zugriff drauf. Ja, okay. Ich versuche den nicht zu lesen. Ich glaube, ich habe keinen Zugriff mehr drauf. Ich sehe den nicht mehr. Hä? Ich sehe den wirklich nicht mehr. Hä? Warte mal ganz kurz. Ich tappe mal kurz raus. So, ich gehe rein. Ist er noch da? Ah, nee, ihr habt mehrere Ausrufezeichen an den Channel genau, gepackt, damit man den findet. Besser... Ja, ja, ja. Jetzt habe ich ihn übersehen. Okay. nice. Jetzt denken alle, wir spielen Among Us. Geil. Ja, aber die werden ja checken, dass es eine Nummer ist und keine Zahlen, keine Buchstabenfolge. Ja. So, okay. Okay. Das Gute ist nämlich, wenn du jetzt auch in diese Lobby kommst, ja. Ist alles möglich gleich. Was heißt das? So, privaten Spiel beitreten. Och nein, sag mir nicht, man kann nicht copy-pasten. Nee, ich glaube nicht. Wow. Okay, ich muss mir diese Zahlen merken. Ich sag sie in meinem Kopf, aber nicht laut. Ja. Ich hoffe, wir haben keine Lippenleser im Chat. Was zur Scheißhölle? Es geht schon los, Matteo. Bist du schon was connected, denn? Oder was? Seid ihr schon drin im Spiel? Oh, nee, der Lobby. Nee. Matteo, ach so, kurze Frage. Können wir die Beta-Version spielen? Lara, warum? Was bedeutet weil das? Die besser ist tatsächlich. Die Beta wer läuft besser das? Als die. Wir haben es ausprobiert. Wir haben jetzt die letzten Tage, ich habe jeden Tag 8-9 Stunden gespielt. Die Beta läuft besser und die Beta hat auch neue Sounds schon. Magst du mir sagen, was besser läuft? Also wir können das machen, das ist nicht das Problem. Aber was läuft besser? Also erstmal die Connection, man hat ja auch auf diesen scheiß Soundbug und so weiter. Und man hatte, wie gesagt, die besseren Sounds und die Geister machen irgendwie mehr Sachen. Also wir haben das ausprobiert und es war tatsächlich so. Wir müssen aber nicht. Also, doch, Lara, wenn du das wieder sagst. Nein, Quatsch, ich lade schon runter. Nein, alles gut, ich lade schon runter. Wird schon wieder gemobbt hier. Was mit Turi? Turi hat abgesagt, sie konnte leider nicht. Und wir haben ach so. Wir haben Anni jetzt Bescheid gesagt und sie hat gesagt, sie wäre gern dabei, aber erst, wenn ich weg bin. Also ist Anni dabei oder nicht? Nee, stimmt schon so, wie ich es gesagt habe. Oh Mann, darüber haben wir auch am Anfang gelacht, als du den Channel kamst. Ja, das noch stimmt. Ohnehin. Also haben wir jetzt keine vierte Person? Noch nicht. Noch nicht, aber komm. Anni überlegt es sich. Genau, sie sagt dann Bescheid. Ist aber nicht so ein Problem. Man kann ja zu dritt spielen, oder? Ist kein Problem, oder? Ja, klar. Kann man. Ich teach euch. Oh, ihr habt wahrscheinlich schon ein paar Mal gespielt, ich oder? Ich habe einmal gespielt. Ihr müsst mich wirklich okay. teachen. Ich Lara, welches Level bist du? 110 oder so. Was? Ja, jeden Fall, den du richtig löst, kriegst du ein Level up. Also ich wollte nur wissen, wie viele Fälle sie schon gemacht hat. Ah, okay. Ganz kurz, wenn ihr die Beta-Version spielt, wie lade ich die denn runter? Du machst auf das Game rechtsklick, dann ja. Eigenschaften, ja. dann auf den Reiter Beta und da wählst du Beta aus und dann lädt das wahrscheinlich nochmal kurz eine Minute irgendwas runter. Okay, alles klar, habe ich gemacht. Lädt. Kennt ihr schon meinen neuen Baby-Yoda? Das ist... Nein. Warte. Ich gucke.
Was war das? Baby Yoda. Ach, das ist der aus der Serie, richtig, oder was? Ja. Ah. Den habe ich geschickt. Baby Yoda war Herr der Ringe, ne? Genau, what? Ja. Was, was? Baby Yoda war was? Der Kleine, der die aus Herr der Ringe. Ja, der die hohen mit Fische isst. Ja. Mandalorian, ja, genau. Das ist... Dodged Lara die mit Absicht die Jokes, oder? So, play. Ja. Ja. Ich bin ja genauso lost wie du, Matteo. Hey, hallo, 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 Lara. Ja, gestern. Matteo hat lieb. So, ich mache jetzt meine Lobby auf. Habt ihr schon alles runtergeladen? Ja, ich starte gerade ein Spiel also rein. Bei mir brauchst du noch eine Minute, das zu entpacken. Also. Okay. Also dann. Wo schreibe ich denn jetzt Sachen rein? So. In den Among Us-Channel, damit alle so, denken, wir spielen ohne sie. Ich gehe aus dem Discord übrigens raus gleich, ne? Genau, wir gehen aus Discord raus. Ich nicht, raus. Ich mute mich. Ach so, ja. Stimmt, so. Ja, ja, das ist besser, genau. Es kann auch sein, dass es vielleicht nicht geht, weil oft muss man Discord vorher schließen, bevor man das Spiel startet. Denn sonst hört man sich vielleicht in-game nicht. Oh. Ja, echt? 109 bin ich. Lokales Push-to-Talk mache ich aus in-game, oder? Nee, ja, aus, unbedingt. Also, genau. Musst du wissen, ich hab's aus. Und ich hab globales Push-to-Talk habe ich auf meine Daumentaste gebindet. Ich fand das irgendwie einfacher. Weil wir reden ja oft durchs Walkie-Talkie. Das ist das Walkie-Talkie. Walkie-Talkie? Wo ist denn das? Bei anderes? Nee. Nee, warte mal. Ich geh nochmal raus. Audio? Audio maybe? Nee. Optionen, nicht. Dann PC-Einstellungen. Nee, warte mal. Steuerung. Steuerung. Natürlich Steuerung, wo auch sonst. Oh mein Gott, ey. Globales Push-to-Talk habe ich bei mir auf B. Okay. Und das Lokale auf V. Aber wie gesagt, ich habe Dauersenden. Also Lokales brauchst du nicht, aber Globales würde ich halt empfehlen, auf die Daumentaste zu machen. Auf die, was also, ist denn die Daumentaste? Na, du hast doch an deiner Maus, hast du da so links bestimmt doch zwei Knöpfchen. Oder ah, nicht? Oder ja, hast du... doch. Also Globales mache ich auf die Daumentaste, okay. Genau, Lokales machst du, hast du ja eh aus. Theoretisch. Genau, das ist theoretisch schon aus. Okay, cool. So, Lara, wie zeige ich jetzt den Leuten im Stream den Code nicht? Naja, du wechselst die Szene, wenn du ihn eingibst. Und oben rechts, nee, wenn du dann in der Lobby bist, hast du ein Auge. Ich muss erstmal wieder zurück, schnell, ich muss schnell den Code nochmal eingeben. Und das auf, dann klickst du auf das Auge und dann wird er verdeckt. Ich gebe jetzt nochmal dem, warte mal, privaten was? Spielbar drin. Ich versuche mir gerade den Code zu merken. Game does not exist. Ja, shit, ich mach nochmal neu, weil ich rausgegangen bin. Oh, das hab ich mir gerade kaum gemerkt. Das Dumme ist, wenn man in der Lobby ist, kann man keine Sachen einstellen. Das ist halt so bescheuert. Das ist so doof. Okay, ich gebe einen neuen Code ein. Achtung. Yes. 0, 2. Und nicht liegen. Oh, du bist so kacke. Okay. Aber hat er gestimmt? Oh, das wird so kalt. Es wird so lustig mit euch. Ich freue mich jetzt schon drauf, ey. Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich, no joke, Schisser in so Horrorspielen. Ich spiele die sehr ungern. Ja. Aber ich dachte. Lalo, Kat, hörst du mich in-game? Ich höre dich, Lara, aber ich rede gerade nicht in-game. Okay, rede mal. Warte, ich bin gerade am Desktop. Mach ich aber sofort. Ich kann mich nicht muten in-game, es tut mir leid. Hallo. Hallo. Hast du mich in-game gehört? Ja. Lara, du bist zwar Level 109, aber wie viele Körbe hast du denn geworfen? 28. Nur. Ja, habe ich 666. Ja, weil du damit die ganze die Zeit verbringst, ey. Ich habe mich mit Geistern beschäftigt in der Zeit. Es gibt so einen Trick, dass man ja, die ganze Zeit... Ja, genau so. Ihr hört Lara gleich nicht mehr doppelt, Chat. Die redet halt in-game und im Discord. Dalu, kannst du dich bitte noch männlich machen? Das wäre ganz männlich. Liegt das bei mir auch? Das ist oh mein Gott. Ja, so wir, ich mute mich im Discord. Ja, okay. Okay. So, warte mal. Ich bin jetzt im Discord auch gemutet. Hört ihr mich trotzdem noch? Dalu, hörst du mich? Dalu? Hä? Hallo? Schokolade. Hallo? Also irgendwie, wenn ich mute,
dann hört ihr mich. Ja, aber jetzt hört ihr mich nur über Discord. Warte mal ganz kurz. Mein Gehirn explodiert gleich. Warte. Ich kenne das mit der Überforderung. Ich habe das auch manchmal. So, also, ich glaube, bei uns ist es so programmiert, weil mein Mute-Button ist auf dem Stream Deck. Und ich glaube, wenn ich da Mute drücke, dann wird der ganze Rechner gemutet. Aber wenn es so funktioniert... Ja, aber du brauchst dich ja nicht muten in-game, weil wir reden doch nicht mit dem Chat. Oder? Okay, ich versuche nochmal das Problem zu erklären. Wenn ich muten drücke, dann hört er mich auch nicht in-game. Oder warte mal. Ja, aber der Stream hört dich dann doch auch nicht, oder? Ah, warte mal ganz kurz. Wenn ich mich mute, dann hört mich auch... Ich mute mich mal per Hand hier. Oh mein, das ist ja voll scary. Sich halt in die Hose machen. Hallo, hört ihr mich jetzt immer noch? Ja, wir hören mich immer noch. Ja, jetzt ist das Problem gelöst. Was lacht ihr denn so? Warum hört sich das denn so creepy an? Ja, weil ich jetzt neben dir stehe und jetzt stehe ich rechts neben dir. Jetzt Laras Stimme ohne Filter. Ey, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sehr unangenehm. Nein, das ist meine Stimme ohne Filter. Ey, okay, wie komme ich denn weg von dem Bildschirm hier? Matteo. Oh mein Gott, Matteo. Nee, das ist scary. Mal, ja, du bist Level 3. Warum ist denn Dalu eine alte Frau? Hä? Das ist doch keine alte Frau, Alter. Das ist eine alte Typ jetzt? Nee, du bist eine alte Frau. So. Ja, weil du mich verarscht. Du bist eine alte Frau, ey. Ja, doch, das ändert sich, wenn du die Lobby betrittst. Okay. Okay. Bin ich auch eine Frau? Ich hab euch meine Squad-Stream-Einladung geschickt. Stimmt. Können wir auch noch machen. Ich hab euch meine. Mein Chat rastet aus, ich soll unbedingt Squad-Stream starten. Okay. Die schreien mich schon an. Einladung, zustimmen. Cool. Upsa. Ui. Ich kann nicht annehmen, Lara folgt mir nicht. Das stimmt gar nicht. Ich habe dir eine Einladung geschickt. Ja, doch. Ich hab... Schade. Natürlich folgt. Ich habe dich sogar abonniert. Wäre witzig gewesen. Weil was? Du da, oder? Ist oder? Also, ich glaube, du hast deine VODs nur noch für Abonnenten. Kann das sein? Ja. Hatte ich. So einen Tag oder so. Da habe ich rein abonniert, weil ich was gucken wollte. Ja, ist aber mir genauso. hat geklappt. Ja, ist voll die geile Strategie. Ich wollte dann wirklich im nächsten Meeting bei uns vorschlagen, ob wir das auch machen. Scheiße. Nein, ich unterstütze euch ja gerne. So, okay. Also, ich kann euch mal sagen, was ich weiß über das Spiel bisher. Also, wir sind Geisterjäger. Wir werden immer in irgendwelche Häuser. Wir jagen nicht. Wir sind Geistergucker, Spanner, wie so Voyeure. Und wir gehen in so Häuser rein und müssen versuchen, die Präsenz von Geistern nachzuweisen, oder? Genau, und wir sagen dann dem Hausbesitzer, der uns gerufen hat, was für ein Geist das war. Ah, sehr gut. Damit der einen richtigen Geisterjäger anheuern kann. Ah, wir sind also sozusagen so die Vorhut. Aber was ist denn... Lara? Was ist denn? Okay. Ich habe vorhin schon mal gefragt, aber Dalu hat nicht geantwortet, weil er war gemutet, glaube ich. Glaubt ihr wirklich an Geister? Okay. Kann ich nicht zeigen, was er da macht. Ihr hört mich nicht, ne? Doch, wir hören dich, aber Lara macht nur Fax. Warum werde ich immer ignoriert? Vielen Dank für die Subs. Hörst du uns nicht, Matteo? Doch, ich höre euch schon. Ja, okay. Ja, aber wir dich doch auch. Also, was ist los? Ich habe gefragt, ob ihr an Geister glaubt. Ja, ich glaube an Geister. Also, ich raff gar nichts hier. Können wir langsam anfangen? Oh mein Gott. Ja. Okay, wir fangen jetzt an. Sollen wir direkt Profi oder erstmal Anfänger oder Fortgeschritten? Ah, Profi. Was ist da anders? Was ist bei Profi anders?
Da also geht's direkt Anfänger, los, du hast keine Schutzzeit. Ja, bei Anfänger hast du halt 5 Minuten Vorbereitungszeit. Das heißt, du hast 5 Minuten Zeit, deine Items zu platzieren und der Geist kann dich in der Zeit nicht hunten oder töten. Hä, das brauche ich nicht. Direkt rein. Bei Fortgeschritten sind es 2 Minuten und bei Profi ist es sofort, aber der ist auch schon aggressiv. Und, ja, wir können direkt Profi. Ich mache sogar Dönerwette. Ich werde als erstes nicht sterben. Matteo? Was? Dalu, hast du schon eine starke Taschenlampe? Lass uns mal Stuff hinzufügen. Ja, klar. Matteo, Dalu, hast du Lampe? Du auch, Matteo. Ich habe gar nichts. Wir nehmen nochmal, ich kaufe mal eine Kopfkamera noch. Weil dann, wenn wir 3 Kopfkameras haben. Warte mal, ist das hier Pay to Win oder was? Ach, du hast schon eine Kopfkamera hinzugefügt. Hast du dir die DLCs nicht geholt? Was? Wovon redet ihr? Einfach mit. Okay, na gut, lass uns einfach rein. Wo kaufe ich denn du Sachen? Musst hier deine Nein. Du kannst hier kaufen. Rechts kaufen, abhängig von deinem Level. Ich habe 240 Dollar. Was würdet ihr mir empfehlen? Ja, erstmal kannst du noch gar nichts kaufen. Also lass erstmal. Hey, ich kann wenn überhaupt Strong Flashlight. Kannst du das kaufen? Starke Kann er noch nicht. Ab Level 5. Oh, Lara, du weißt alles, das ist ja langweilig. Ich kann Knicklicht kaufen. Knicklicht, das ist cool. Nee. Ja. Naja, es ist okay, aber. Stativ haben wir, räuchte mit Kruzifix. Spar dein Geld noch, Matteo. Okay, spar mein Geld. Dalu, hast du noch eine starke Taschenlampe oder soll ich hinzufügen? Ich habe eine hinzugefügt, glaube ich. Mhm. Hast du? Okay, ich mache auch noch eine. Dann, Matteo, also ich habe zumindest normale. Mein. Du musst es erstmal lernen. Lara, so viel habe ich noch nie mitgenommen. Ey, ich nehme normalerweise alles mit. Okay. Lara, also, mit wir der können. Camping-Ausrüstung. Es gibt einmal so normale Häuser, so Streethouse oder Roadhouse. Dann gibt es so ein Farmhouse, das ist schon ein bisschen creepier. Dann gibt es eine Highschool, die ist sehr groß. Und Asylum. Aber ich will vielleicht mit was Kleinem anfangen. Wir können erst normales Anfänger Haus machen ist okay. Oder direkt anfangen. Nein, Anfänger also machen? Wenn überhaupt Mittel. Also Anfänger ist halt wirklich Quatsch. Streethouse Profi oder Roadhouse Fortgeschritten? Roadhouse Fortgeschritten? Ich folge euch überall hin. Also ich will ja erstmal lernen. Also das heißt, ihr könnt das auswählen. Lara Moonwalk bei mir gerade. Du musst bereit drücken, Matteo. Ich muss bereit drücken, ja klar. Na klar. Bereit. Du kannst auch einfach, Matteo, du musst da nicht hinlaufen. Du kannst auch einfach hier hinten, guck mal. Hier hinten. Ja. Und dann Leertaste drücken. Und dann kannst du einfach Leertaste drücken. Also cheaten im Prinzip, ja. Okay, ich verstehe. Nein, das ist kein Cheaten. Okay. So. Start. Oh, warte mal, ich muss noch den Streamtitel ändern. Sekunde. Zu spät. Ja. Kannst jetzt. Du lädst wahrscheinlich viel länger. Oh, Chat, wurde der Streamtitel schon geändert? Ich hab's noch nicht. War das nicht? Mono hat es gemacht. Danke, Mann. Komm, schick mal Mono jetzt mal schön ein F in Chat, weil Mono gleich sterben wird. So, okay. Hallo? Ja. Matteo. Ja. Wie siehst denn du aus, Dalu? Du warst doch gerade noch eine alte Frau. Vielleicht bin ich gar nicht Dalu, sondern ein Quatsch. Los. Boah. Okay, Taschenlampe geht. Ich hab die gerade gecheckt. So, ich nehme so einen Akkubohrer mit. Kannst du mal kurz was schreiben? Ja. Ich hab einen Akkubohrer und ich hab einen Fotoapparat. Ich nehme das Freundebuch. Mhm. Und haben wir gar keinen Lara. Wo ist denn unser Temperatur? Ah, den hat Matteo. Matteo hat auf jeden Fall die Akkubohrer, Leute. Das ist ein Temperaturmesser. Nein. Matteo, kannst du einmal kurz auf deine Taschenlampe gehen? Ja. Ja. Und schmeiß die mal kurz weg mit G. Nee. Und abgezogen. Mit G? Nee. Doch! Nee. Nein, du musst anfangen, du musst erstmal die normale Taschenlampe nehmen. Also das Lara. Ist meine. Los, Mann. Also, die habe ich gekauft. Nimm die nochmal, du bist Anfänger, nimm die nochmal. Hallo, ich habe alles hier gesponsert. Alles. Ja, okay, und jetzt wird mir die starke Taschenlampe genommen, oder was? Da liegt sie doch, nimm sie. Ja, danke schön. Okay. So, jetzt kannst du das lange Ding dann nehmen. Okay, das lange dunkle Ding nehme ich mal kurz. Okay. Und Matteo, schmeiß bitte das Thermometer weg.
Muss ich jetzt alles erklären, was ich hab oder was? Gib mir mal. Du nimmst was anderes. Warte, gib mir mal das Thermometer. Matteo, wie wär's, wenn du die Kreide nimmst? Das sind Tampons. Das sind Tampons. Habt ihr Stützräder für mich? Das sind XXL-Tampons. Oder eine Windel vielleicht? Ihr schmeißt das Thermometer mal weg, bitte. Ey, das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Du nimmst jetzt diese Box hier. Ja, okay. Okay, ich hab die Box. Nein, das ist ein Bewegungssensor, den brauchen wir nicht. Doch, Matteo, nicht das. Wirf das doch das, mal weg. Das muss weg. Das, der Bewegungssensor, den brauchen wir nicht. Ich hab jetzt ein Foto von euch gemacht. Ich werde die Polizei anrufen und ich werde euch beide melden. Nein, nicht verknipsen. Doch. Wir haben nur ganz wenig Fotos zur Verfügung. Okay, dann nicht. Matteo, wir brauchen die Fotos. Okay, Matteo, schmeiß mal den Bewegungssensor das Ding hier mitnehmen. Was? Wir brauchen den nicht. Den brauchen wir nicht. Achso, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Okay, ja. Den hier. Nein, brauchen wir nicht. Das hier, das was soll ich hier. Nehmen? Jetzt was soll ich nehmen? Das die obere. Die, hier oben. Hier. Hä, da ist nichts bei mir. Spielst du in VR oder weiter was? Weiter links. Falsches Ding. Also, falsches. Hä, was? Falsches Ding. Ja, Mann, ey. Scheiße. Was tut das? Okay. Meine Insanity geht schon runter, wegen euch beiden übrigens. Dalu, was hast du denn mitgenommen? Ich habe das Freundebuch und den Bieber. Okay. Dann nehme ich eine Videokamera. Matteo, du könntest, warte mal, was brauchen wir? Also, wir müssen ja drei Beweise sammeln, ne? Entweder Gefriertemperatur oder mit der Videokamera nach Orbs gucken oder Buch oder irgendwas. Mhm. Und hier haben wir optionale Ziele. Die sind optional, aber die geben noch Cash. Optional, was wir finden werden, ist mit dem EMF wieder. Zeuge eines Events werden, das ist immer ganz spannend, und ausräuchern, das machen wir später. EMF? Carol Jones heißt der. Ja. Das, was Dalu hat. Das sind diese Lichter, wenn die Pieper. 5 Ausschlag haben, ne? Ja, dann haben wir 5. Genau. Also bei normalen Ausschlag ist halt ein Geist und bei 5 kann man es eintragen als Beweis. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Geist sehen werden. Carol Jones scheint auch auf Gruppen zu antworten. Also wir können auch zusammen in einem Raum sein. Aber wir müssen uns. Sag den Namen nicht, weil dann tötet sie uns. Wir müssen uns. Ich habe letztes Mal den Namen ganz oft gesagt. Ja, sollte man nicht machen, weil natürlich. Also ich muss ja aber merken, wie sie heißt, oder? Carol Jones. Merkt ihr das mal? Carol Jones. Carol Jones, okay. Gut. Oh Gott, ey. Ich muss mal kurz, mein Chat hat gerade ganz viel geschrieben, ich habe das gar nicht gelesen. Reinigen Sie den Bereich? Ich hab geschrieben. Ja, ist komisch, dass der Chat was schreibt. Ja. Hätte ich auch was nicht. Was denn? Entschuldigung, ist okay. Chat, habt ihr auch was geschrieben? Ich hab's gerade nicht gesehen. Hat irgendjemand was geschrieben in den letzten 10 Minuten? Was hast du jetzt dabei, Matteo? Hat niemand was geschrieben. Du hast die Box und. Ich hab dann eine Taschenlampe. Nimm noch mal so eine UV-Lampe hier. Ja, ich hab. Nimm diese kleine Taschenlampe dann auch. Warum? Das ist die UV-Lampe. Ach, UV, okay. Naja, weil. Ja, genau. Wir suchen nach Indizien im Schlafzimmer. 2 Minuten. Was ist in 2 Minuten? Ganz kurz. Ich kann ihn nicht mehr nehmen. Ich hab hier so ein Radio. Soll ich das Radio wegwerfen dafür? Was hast du denn nochmal? Ich hab einen Fotoapparat. Ja, den brauchen wir erstmal noch nicht. Den können wir später holen. Na gut, dann lege ich ihn erstmal weg. Da ist ein Foto von euch beiden drauf. Das könnt ihr euch ausdrucken. So, Taschenlampe habe ich jetzt. Ich muss mal kurz. Damit suche ich ja Fingerabdrücke, ne? Genau. Okay. Entschuldige kurz. Matteo, ich schreibe dir gerade mal was bei WhatsApp. Lies mal bitte. Soll ich laut vorlesen? So. Okay, schreib's mir nicht. Okay, okay. Ich kann auch gehen. Ich gehe kurz auf den Truck. Dann könnt ihr. Wir können auch in dir reden. Wartet, bis ich warte. So, okay. Matteo, nimm noch eine Kopfkamera. Warte mal. Matteo, nimm noch eine Kopfkamera. Annie, was? Also Lara schreibt, ich will nicht mit Dalu spielen. Kannst du mal bitte? Ich würde gern, lass mal so tun, als wenn wir später nicht können. Lass Dalu irgendwie versuchen rauszubekommen aus dem Stream. Okay, ich antworte dir. Geht klar. Lara, hast du gehört? Ich höre das, ja. Matteo, lässt es über dich. Das hab ich nicht geschrieben. Kannst du mal die Kopfkamera jetzt aufsetzen, Matteo? Das wäre aber fucking witzig, wenn du das geschrieben hättest. So, Matteo, guck mal bei WhatsApp. Hallo? Und wer ist auch? Warte mal, hast du mit der hab ich auch Funk? Was muss ich drücken für Funk? B. Deine Daumentaste, die du gelegt hast, ach so. Matteo. Hallo? Hört ihr mich jetzt über Funk? Hallo? Ja, aber das machen wir nur, wenn wir weit weg sind. Matteo, nein! Du hast die Kopfkamera vergessen. Ich bin weit weg, ihr hört mich nicht mehr.
Ich komme wieder zurück. Ich sehe euch beide. Ihr seid im Truck noch. Ich komme zurück. Oh Gott. So, was ist denn die Kopf- Matteo, Kamera. Dreh dich um. Hier, das da. Das ziehst du auf. Ah, geil. So, ich entschuldige mich bei allen Zuschauern von den anderen Streams. Ich bin einfach dumm. Nein, ich finde das Lara, ich habe dir gerade per Twitter-DM geschrieben. Ich bin auch immer so lost, aber ich werde immer angeschrien in deinem Chat, Bonva. Warte, Dado, schreibt dir bei ICQ. Bei Dado glaube ich nicht. Bonvas Chat hasst mich irgendwie. Und dann, aber du bist genauso lost wie ich. Und mein Chat findet das witzig. Hä, mein Chat findet es auch witzig, wie lost du bist, Lara. Nein, die sagen immer, ja, Lara, ist so anstrengend. Hä? Hey, oh, Chat, jetzt benehmt euch mal. Benehmt euch jetzt. Hä? Hat Lara unseren Chat offen? Das steht da nicht. Nein, aber manchmal sehe ich das. Heute hey, nicht. Chat, Vorsicht, Lara. Da war Chat euch. Ganz gemein. Lara, nice. Lara, ja. So, okay, also das hier ist das Haus, von dem alle reden, ja? Ja. Und, genau. Ja, und wir können so Sachen so rufen wie gib uns ein Zeichen und so und dann macht er halt Sachen. Carol Jones, wir kommen so, jetzt rein. Ganz kurz, bevor wir reingehen. Ja. Warte, Matteo, jetzt hast du die Tür geöffnet, komm mal wieder zurück. Weil wir sind, teilweise sind die Mikros, übersteuern die so ein bisschen in-game und wir können in Optionen, also ich mache die anderen immer auf 50%, weil dann höre ich die anderen immer noch laut genug. Und die Geister-Sounds genauso laut, aber dann übersteuert ihr halt nicht mehr. Okay, warte, also ich stelle jetzt... Oh, der Bonva-Chat schreibt ganz viele Herzen bei mir im Chat, wie süß. Ja, man immer auf die guten Leute konzentrieren. Nee, das habe ich nicht gesagt. Die schreiben gerade ganz viele Herzen. Ja, also ich ziehe euch jetzt beide auf 50% oder was? Aber ich finde, dann seid ihr zu leise. Ich habe gelesen, was ich geschrieben habe. Du hast nicht gelesen, was ich dir geschickt habe. Ja, hast du ja auch nur Matteo im WhatsApp geschrieben. Nein, ich habe dir bei Twitter geschrieben. Weiter. Oh, der Bonja-Chat ist so süß. Okay, Bonja-Chat, ich habe euch wieder lieb, danke. Okay. Okay. So. Ey, aber warum ich schreibst du mir, dass wir Matteo rausschmeißen sollen? Hallo. Es ist einfach, wir haben zu viele Among Us zusammengespielt. Das ist schwer was anderes jetzt irgendwie. Das Vertrauen ist weg. Matteo, boah. Wie? Im Moment, wie hieß der Geist jetzt nochmal? Carol Jones. Carol Jones. Carol Jones. Carol Jones. Carol Jones. Carol Jones, Carol Jones. Okay, wie teilen wir. Hallo? Warum seid ihr draußen und ich bin drin? So, los geht's. Oh, Matteo okay. Ist schon da. Hi, ich bin schon drin. Carol meinte, wir sollen uns im Wohnzimmer schon mal gemütlich hinsetzen. Sie bringt gleich einen Tee. Oh, der Tee ist schon da. Das ging aber schnell. Okay, ich versuche mal Indizien zu sammeln. Also Carol Jones scheint auf Sportwagen zu stehen. V6 oder V8? Was? Na, der Geist soll uns ein Zeichen geben. Carol Jones hat aber ein schick eingerichtetes Wohnzimmer. Guck gefällt mal. Mir auch. Leute, wartet mal bei Ikea einkaufen. Ich ja, war tatsächlich was hat, noch was nie. Hat sich Carol kennt Jones ihr, denn kennt gekauft? Diesen, kennt ihr diesen Hasen? Den kann man bei Ikea kaufen. Boah, auf dem Bett. Das ist wirklich genau den Hasen. Oh mein Gott. Hey, man kann die nehmen? Wie nimmt man denn einen Hasen? Ja. Hey, das war der Geist. Wie nimmt man das? Matteo, du weißt, was passiert, wenn der Geist huntet, ne? Ich hab meine Taschenlampe wegge... Du stehst drauf, rechts. Was denn da? Scheiße. Genau. Matteo, du weißt, was du machen musst, wenn der Geist huntet. Nee, oder? Das weiß ich nicht. Sag mal bitte, bevor es losgeht. Also, wenn er anfängt zu hunten, dann flackern die Taschenlampen. Und dann kann er dich töten. Und du musst dich ganz schnell in irgendeinem anderen Raum, in dem er natürlich nicht ist, verstecken und die Tür hinter dir zumachen. Ah. Und so lange warten, bis es nicht mehr flackert. Und du darfst in der Zeit auch nichts sagen. Okay. Sonst kommt er dich durch die Wand holen. Guck mal, mach. Oh mach doch mal die Tür. Ey, den Lichtschalter. Wie macht man das aus? Smart Home. Gib uns ein Zeichen. Warum seid ihr in meinem Raum? Geht aus meinem Raum raus. Ich versteck mich hier. Warum denn? Ja, weil irgendwas... Stell dich mal vor den Spiegel und sag dreimal Bloody Mary. Okay. Oder Carol Jones. Carol Jones. Oh mein Gott, die töten uns. Carol aus. Jones. Du musst jetzt was in den Raum finden, Leute. Carol... Ja! So, okay. Wo bist du? Haben wir irgendwelche Hinweise, in welchem Raum... Also ist Carol Jones hier drin gestorben? Ja,
Ja, oder umgebracht. Also ist dasselbe, aber. Gib uns ein Zeichen. Also ich finde, ihr seid bei mir jetzt aber sehr leise. Ich würde euch, glaube ich, wieder auf 100% stellen. Chat, wie ist es für euch? Ich habe ja was gehört, glaube ich. Naja, ja, kannst du machen, gesagt, aber dann, du musst leise. Einfach das Spiel dann lauter machen, Matteo. Du musst uns auf 60% auf 60% lassen und das Spiel an sich lauter machen. Meine Garage, meine Regeln. Oh, guck mal, der Geist hat schon... Eben, der Geist hat schon... Was? Der Geist hat halt schon Regeln aufgestellt. Das sollte ich mit aufpassen. Hört ihr beide mich, wenn ich einfach so rede? Ja. Warum? Ich muss wieder 18 plus in meinen Titel reinschreiben. Ich krieg Angst. Bist du im Keller? Ich geh mal hoch. Ich bin oben im Keller, ja. Bitte, Lara, wenn du hustest, ein paar Meter Abstand, ja? Warum? Wegen Corona? Er ist hier. Der Geist? Ich glaube, hier im Raum. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, Carol ist eine Sie. Ja, aber der Geist, die Geist. Juhu! Wenn ihr einen Knochen findet, sagt Bescheid. Es liegen manchmal Knochen rum. Minus 10. Oh mein Gott. EMF 4. Oh mein Gott. 4? 4 ist aber noch okay, oder? Radioaktiv. Okay. Minus Grad. Wir haben Beweis. Minus 8. Warte, ich muss meinen Freundesbuch hinlegen. Ich habe die Treppe gehört, glaube ich. Minus gerade, wir haben Atemwolken. Ich höre hier irgendwas. Ja, vielleicht. EMF 5. Okay. Ah, oh krass. Mein Gott. Er hat hier was umgeschmissen. Matteo, ja? Geh mal bitte in den Raum, mach die... Oh Gott. Welche Tür zu machen? Nimm die Box in die Hand. Ja, nimm die Box in die Hand erstmal. Die Box, ja, und dann? Rechtsklick. Und dann frag ihn, ob er da ist. Okay, Carol Jones, bist du in diesem Raum? Ohne Namen. Nein, nicht den Namen sagen, oh mein Carol Gott. Jones, ich soll deinen Namen nicht sagen. Entschuldige, nein, Carol Matteo. Jones. Was? Lass uns nicht hier weg. Warte mal, wir hatten EMF. Oh! Was? Ja? Hast du es gehört? Ich habe einen Knochen gefunden. Hast du es gehört? Das Hauen? Ich habe es wirklich nicht gehört. Carol Jones. Also ehrlich, Jones. In mein Ohr gemacht. Willst du hier den Knochen fotografieren? Ich hab den. Aber lass uns mal kurz. Matteo, du bist kacke. Hast du das Hauchen nicht gehört? Matteo, hör mal auf. Roger. Du verarscht uns. Over, Roger, Roger. Hey, Lara, hast du vor Angst das Ding weggeworfen? Nee, das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ja, aber schon ein bisschen Ordnung. Na, wir haben jetzt. Nicht... Ja, aber das wir haben jetzt gefriert, dann warte. Zeige dich. Oh, Matteo. Ist gerade bei mir reingekommen, hat eine Stirnlampe auf, weißes Hemd. Oh mein Gott. Auch nicht? So fortgeschritten. Roger. Leute, lass uns mal kurz durchsprechen. Wir haben 2 Beweise von 3. Oh, Wasserhahn ist an. Wasser ist an. Das war doch auch Matteo. Das ist doch auch. Hier ist braunes Wasser im Wasserhahn. Ja, das ist ein Beweis, das hat der Geist gemacht. Okay, alles klar. Okay. Oh mein Gott. Matteo hat sich nur die Hände gewaschen. Entschuldigt, aber ich habe das Matteo, wirklich nicht angemacht, das Wasser. Matteo? Ja. Matteo? Das ist Dalu, ich höre das. Was denn? Das bin ich nicht! Oh, hier jetzt! Ja, ist alles gut bei mir, bei euch? Ja. Das Licht hat geflackert. Okay. Ich gehe jetzt raus und guck nach Orbs. Okay, aber wo war denn der Geist jetzt? Ja, der ist raus rumgelaufen. Ich hoffe, der Geist holt dich, Matteo. Ich hoffe, er holt dich und tötet dich. Ich werde bedroht über das Funkgerät. Ich möchte eine Anzeige erstatten. Hier hat jemand seinen Akkubohrer verloren. Hört mir mal kurz zu. Wir haben 2 von 3 Beweisen, die könnt ihr schon mal eintragen. Und zwar
entweder ein Phantom, ein Djinn oder ein Shade. Für ein Shade brauchen wir noch Orbs. Für ein Djinn brauchen wir... Ich habe sie gerade im Bad gesehen. Sie stand vor mir. Alter, warum lebst du noch? Ich versteh's. Ich habe eine Gabel. Hör mal zu. Sie jagt wieder. Muss ich raus? Muss ich, wenn die Taschenlampe blinkt, muss ich aus dem Raum raus, wo ich gerade drin bin? Ich bin in einem Schrank im ersten Stock. Könnt ihr vielleicht vorbeikommen? Ich scheiß mir in die Hose, ne? Was machen die anderen beiden denn? Matteo, der Geist ist ein Phantom. Du weißt, wie du dich zu verhalten hast. Ja, ich weiß Bescheid. Danke. Was macht ein Phantom? Ich gehe jetzt raus und renne runter, okay? Gotta run! Ich muss rennen! Oh! Alter, Matteo, wie lebst du? Ey! Matteo, komm mal wieder mit rein, bitte! Komm mal mit rein! Nee, ich bin gerade raus! Doch! Also Mann, wie zünde ich die Räucherstäbchen denn an? Hast du ein Feuerzeug mitgenommen? Ja, habe ich beides. Ah ja. F, aber noch nicht. Erst kurz vorm Baum, weil... Die brennen jetzt aber schon. Nee, die brennen noch nicht. Nein, ist nur Spaß. Okay, du bist doof. Soll ich auch irgendwas nehmen, was mich schützt oder nur ihr beide? Ich habe ein Räucherstäbchen, das schützt mich nicht. Das schützt. Was macht alles. Das denn? Ja, das stoppt erstmal den Geist. Und den Geruch wieder weg. Ja, also ich bekomme nichts. Okay, gut. Lass einfach genauso spielen, das ist gut. Du kommst einfach F. Muss ich F drücken mit dem Feuerzeug in der Hand oder mit ins. Nee, nur die Räucherstäbchen und dann gehst du in den Raum und dann schmeißt du sie in den Raum rein. Also du gehst auch nochmal kurz in den Raum damit rein. So. Hier, ja. Also, ich kann euch sagen, wo sie zuletzt war. Sie war mit mir im Bad, dann habe ich sie beim Pinkeln beobachtet, dann bin ich rausgerannt und dann bin ich hier so lang und bin hier hinten in den hinteren Gang und habe mich in diesem Schrank versteckt und sie stand direkt vor der Tür und hat geklopft. Meinst du nicht? Du lügst. Hier sind 2-3 Augenzeugen im Chat, die können das genauso bezeugen. Mhm. Chat, ihr wart dabei, oder nicht? Ich bin übrigens. Hä? Ich war wirklich im... Ach, das waren Steps. Ah, nee, Chat sagt, das waren Steps. Das waren Steps. Das war nicht geklopft, das waren Steps. Sorry. Der hat kurz gehandelt, ne? Warte mal, ich war mir nicht sicher. Das Licht hat kurz geflackert, ne? Ich glaube, ein Foto machen hier? Lara, Foto? Oh mein Gott. Lara. Warum? Wovon? Vom Knochen. Ah, ich habe ihn vergessen. Danke. Was hast du gerade fotografiert? Das ist ein eindeutiger Beweis. Ein Knochen, ja. Das ist ein eindeutiger Beweis. Beweis wofür? Dass ein Geist ist. Das ist ah, das hätte ich aber auch so sagen können. Carrie Jones! Was? Warum? Karen! Carrie Jones? Warum machen die das? Carrie, traust dich eh nicht anzugreifen.
Carrie Jones. Ja. Ey, also, bin ich in diesem Szenario das Bauernopfer? Kann das sein? Haben die mich nur mitgenommen, damit ich hier im Schrank sterbe? Könnte ich sie hören über das Radio? Nee, ne? Geh zum Auto. Soll ich zum Auto gehen? Okay. Sprint. Ich sprinte. Full Sprint. Drück mal J. Was macht J? Was war das? Versteck dich, Matthias, schnell! Ich will... Versuch! Ich bin in einem großen Raum. Also ist der größte Raum, den ich finden konnte. Aber für den Opener war es doch nicht schlecht. Ey, ihr seid die ganze Zeit hier drin und lasst mich allein in dem Scheißhaus. Du hättest doch mitgekommen. Ja, du bist ja nicht mitgekommen. Also warte mal, ich war in dem Haus, dann auf einmal bin ich in einem Schrank und ihr schreit alle beide Carol Jones. Ja. Okay. Warum war es im Schrank? Ja, weil der Schrank sicher ist. Okay, wir fahren. Habt ihr alles eingetragen? Warte mal. Nee, ich brauche nochmal die Informationen. Also ich gehe ins Journal, dann. Dann ganz letzte Seite. Beweis 1, Ebene 5, EMF. Beweis 1, Beweis Ebene 2. 5, EMF. Beweis 2 ist? Also EMF, Gefriertemperatur. Gefriertemperatur, ja. Und Beweis 3? Und Geisterkugel. Ach, habt ihr die Kugel gesehen? Ja, genau. Wir haben können wir nochmal gucken hier? Guck mal, warte. Da, guck mal in die Kamera. Ja, da war einer, guck mal. Ich gucke. Guck mal auf den Bildschirm. Ja, ich gucke. Und jetzt wartest du kurz. Ist im Bad, ne? Die Kamera, ja, die ist platziert. Nice. Da, so wie Glühwürmchen. Ja, das ist übrigens nice. Oft zu verwechseln mit den Atemwölkchen, die man immer kurz sieht, wenn jemand im Raum steht. Wenn gefriert wird. Matteo, holst du die Kamera noch? Ja. Nee, brauchen wir nicht. Also brauchen wir wirklich nicht. Doch, die ist sonst weg. Matteo, holst du noch eben? Ja, na klar. Klar hol ich die. Hat er sein Headband noch auf? Wir wollen die... hören die mich jetzt noch? Ja, warte, ich muss den Geist noch eintragen, ne? Welcher Geist war das jetzt? Wenn ich das hier alles eintrage... Ah, bleibt nur Phantom übrig, okay. Redest du mit dir selbst? Nein. Matteo, hörst du mich? Wir müssen ins Buch noch den Namen des Geistes eintragen. Wie hieß der nochmal? Phantom. Achso, ne, Carol Jones hieß der. Wie? Entschuldigung, es hat gerade wegen dem Funk gelegt. Hallo? Carol Jones. Hörst du mich? Carol Jones hieß der Geist. Du musst ihn dreimal hintereinander. Peter Jones? Carol Jones, glaube ich. Also Carol Jones. Ja. Das stimmt, ja. Warum geht's nicht? Du musst das Kruzifix noch von oben holen, Matteo. Nee, jetzt halt auf, ich kann nicht, ich hab Angst jetzt. Lass mich mal ganz kurz raus. Scheiße, Mann. So, okay, ich bin da, aber ich hab die Kamera vergessen. Die musst du mal sonst noch in die Kamera holen. Was hast du gemacht, als die drin war? Dann war auf einmal so kalte Luft, dann habe ich Angst bekommen, bin dann auch rausgerannt. Okay. Oh, echt? Gut, ja, würde ich sagen, lass uns unseren Truck zumachen und wir fahren zum nächsten Job. Fischi schreibt gerade, Phasmo hat Beta-Zugang mit neuem Patch. Aber wir haben noch gerade, wir haben gerade gepatcht. Noch Beta, oder nicht? Ja, ich habe 33 Megabyte runtergeladen. Was ist denn neu? Aber ich hab. Neu ist, dass wir jetzt das Phantom erleben. Boah. Also, das, was neu ist, ist. Ist es besser, wenn man hochprozentig ist oder niedrigprozentig bei der Geisterbox spricht und es rauscht hoch. Und andere Atmosphäre-Sounds. Ups. Okay. Hey, lief doch gut. Ich habe $130 verdient. Yay. Wie viel habt ihr bekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Also weiß ich wirklich, ich hab mich drauf gehört. Ah, okay. Ihr seid schon so reich, ihr guckt gar nicht 120. Auf Geld. Okay.
Lara. Aber Lara, ich höre dich nicht mehr. Ich höre Lara auch nicht mehr. Turi ist da. Ja, aber Turi meinte doch, sie kann nicht. Also, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ganz kurz, Real Talk. Nicht, dass wir denken, also nicht, dass Lara denkt, wir verarschen sie. Lara, ich höre dich wirklich nicht. Nee, wir hören dich wirklich nicht, Lara. Haben wir nicht die Beta gespielt, damit das mit dem Voice besser klappt? Turi könnte jetzt. Okay, wie awkward ist es jetzt aber, dass wir jetzt aufgefüllt haben mit Anni? Ja, Moment, aber dann können wir doch den Zeitplan theoretisch normal einhalten. Ja. So wie es ganz ursprünglich geplant war. Und Laras Vorschlag kommt dann um 11 dazu für mich. Dalu, du willst also nur nicht mit mir spielen. Nee, ich finde es unglaublich lustig mit dir. Ich würde... Okay, Turi schreibt, ich dachte, ich brauche länger. Nein, gut. Alles cool, spiel rück weiter. Also... oh Mann, ey, das ist jetzt so warum wird's immer so maximal unangenehm? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Anni, aber wer ist er jetzt gar nicht? Ja, aber... Laras Vorschlag war ja, falls Anni nicht kann. Aber wenn Anni kann, wären wir doch zu viert. Ja, ich glaube aber, Anni hatte gesagt, sie will Phasmo nicht zu viert spielen, weil es dann nicht mehr gruselig ist. Was ich verstehen kann, dafür habe ich auf jeden Fall ein breites Grinsen im Gesicht. Also ich glaube, wenn Anni noch dabei wäre, wäre es noch gruseliger, für mich zumindest. Wir können ja einfach mal warten. Wir haben ja noch eine Stunde Zeit. Hallo, hört ihr mich? Ja, jetzt hören wir dich. Wo warst du denn? Ah, jetzt. Oh. Mann, Matteo. Ja, ihr habt mich. Wir haben dich auch gerade gehört, Lara, doch. Ihr habt mich getrollt, ne? Ihr habt mich echt getrollt. Ja. Nein, wir haben dich nicht gehört. Ich hab dich jetzt getrollt. Okay, also. Oh Mann, wir haben dich wirklich nicht gehört. Okay, also jetzt nochmal, damit ich auch verstehe. Ja, du also. Musst ich versuche jetzt mal so deutlich zu kommunizieren wie möglich. Also, Anni will nicht zu viert spielen. Das heißt, später würde ab 23 Uhr Dalu mit Anni spielen. Hä? Das war die ursprüngliche Idee, ja. Ja, aber das heißt jetzt, Anni wird auch nicht mit uns spielen, wenn sie kann, oder was? Ja, aber das Problem ist, alle, die gerade in Frage kommen, streamen ja gerade, weshalb man ja keine normale Konversation... Also, wir können ja Anni nicht einfach fragen. Oh, sehr gut, Lara. Schade. Ja. Ich dachte, wir spielen heute zusammen. Ihr wollt nicht mit mir spielen, nix zu. Ich merke das schon. Ich finde es super witzig. Also ich finde es auch voll witzig. Ich würde voll gerne in der Gruppe weiter. Das war eine meiner... Ja. Ja, aber dann warten wir doch. Kannst du nicht noch mal eine Awkward-Nachricht an Anni schicken? Ja, okay. Wieso, was soll ich denn schreiben? Also, ich frage mal. Nee, Matteo macht das schon. Ich mach das schon. Wollen wir jetzt erstmal nochmal eine Dreierrunde starten? Ja, sehr gerne. Wollen wir jetzt nochmal eine Dreierrunde starten? Ja. Ich frag mal Anni. Ich versuch's mal so unawkward wie möglich zu machen. Aber Denzen wollte doch gleich eine Runde mitkommen. Oder ist das so? Weiß ich nicht. Ja. Also, wie ihr jetzt wollt, wenn sie halt nicht kommt, ne? Dann ja. Also, guck mal, bis 23 Uhr ist sie doch nicht da, weil sie malt. Von mir aus kann Denzen dann die Runde mitspielen. Und ich weiß ja nicht, wie die sich dann aufteilen. Oh, das ist alles so unangenehm. Es tut mir leid, dass es jetzt so ist. Das ist eigentlich gar nicht unangenehm. Wir kennen uns doch alle. Aber ursprünglich doch alles nicht. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich schicke mal Anni eine Sprachnachricht. Vielleicht kann ich es unangenehmer machen. Hi Anni, ich habe gehört, du willst nicht so gern mit mir spielen. Ja. Tschüss. So, ich habe ihr das jetzt geschickt. Ich schick mal noch einen hinterher. Wenn Dalu und Anni dann spielen, dann können wir mit Fischi und Denzen spielen oder so. Weiß ich nicht. Lara, nur für dich auch nochmal, damit wir uns da nicht falsch verstehen. Also weiß ich. Eigentlich dachte ich, wir spielen heute von 8 bis 11. Weil das ach ja. So, wir hatten das ja. Genau, wir hatten das ja. Ich hab zugesagt, weil einer von euch auf 21 Uhr schieben wollte. Das war in Ordnung für mich. Achso, mich hast du direkt für 21 Uhr gefragt. Ja, weil Matteo mir das direkt schon gesagt hat, als er mich gefragt hatte. Und dann weg, wurde du ich bist für so laut. Ich laufe die ganze Zeit weg von ach so. Und dann wurde ich für 23 Uhr gefragt und deswegen hatte ich da halt zugesagt schon. Hat also mit der Gruppe nichts zu tun. Und da Turi weg war, hatte Matteo Anni gefragt. Deswegen kommt das gerade überhaupt erst zustande. Genau. So, ich schicke jetzt mal eine normale Sprache. Hier, Lara.
Und dann soll. Wisst ihr was? Wir können es auch einfach Annie entscheiden lassen. Enttäuschen. Wir lassen es jetzt einfach Annie entscheiden. Ich schicke ihr mal eine Sprachnachricht. Sonst spielt ihr dann halt einfach mit ihr, dann weiß ich nicht. Dann hä, aber Lara. Wir sind doch zu dritt jetzt. So, wir wollten doch ursprünglich zu dritt spielen. Eigentlich mit Turi. Turi hat dann abgesagt. Dann haben wir gesagt, ja, dann können wir noch Anni mit reinholen. So, ich frage jetzt einfach Anni, ob es für sie okay ist, wenn wir zu viert spielen. Wenn sie lieber zu zweit spielen will, dann spielt sie mit Dalu. Und dann können wir unsere Gruppe auffüllen, Lara. Aber wenn wir doch zu viert spielen können, wäre es doch auch witzig, oder? Na klar. Okay, ich werde es jetzt versuchen, so zu erklären. Hi, Anni. Also, wir sind jetzt gerade zu dritt mit Dalu, mit Lara und mit mir. Wenn du Lust hast, würden wir uns freuen, wenn wir dann zu viert spielen. Aber ist auch okay, wenn du zu zweit nur mit Dalu spielen willst. Ich bin dann auch nicht sauer oder so. Aber wir müssen das dann wissen, weil dann füllen wir unsere Gruppe auf. Aber ich bin wirklich nicht sauer. Tschüss. So. Ich denke, das wird... Tschüss. Sag mal nicht Tschüss, das war jetzt, das war jetzt dein Killer-Move. Ich bin nicht so gut in... Mann, ich sag doch, ich kann Sprachnachrichten. Lass uns einfach nochmal eine Runde spielen, komm. Okay, ich lerne das Spiel gerade, das macht echt Spaß. Und wisst ihr, ich bin jetzt Level 4 und ich bin noch nicht ein einziges Mal gestorben an einem Geist. Steht das irgendwo in den Stats drin? An was denn? Das klingt doch so, als wenn du... Nee, ich bin noch gar nicht gestorben. Als wenn was anderes dich erwischt hätte. Nee, ich bin noch nie gestorben. Oh nein, Anni hört die Nachricht gerade. Scheiße, ich hoffe, das kommt jetzt nicht schlecht rüber. Lad Turi ein. Turi hat mir gerade geschrieben, dass sie sich entschuldigt und dass sie dann raus ist. Also sie hat ja vorher schon gesagt, also sie wäre jetzt da gewesen. Mann! Leute, wir wollten noch mit Turi schreiben. Können wir einfach jetzt eine Runde starten? Ja, start eine Runde. Wo kann ich bereit drücken? Okay. Du musst einmal aus der Lobby rausgehen und wieder reinkommen. Wie? Verlassen? Und dann? Leertaste. Und dann? Spielen. Privaten Spiel beitreten. Und ist noch derselbe alte Code oder was? Hallo? Warte mal. Hallo? Müsste Lobby-Lead sein. Du bist ja, aber du kannst ja auch Profi. Ich habe aber Farmhouse-Profi gemacht. Boah, ja, ein Farmhouse. Bei mir, ne? Die Lobby ist so komisch. Das müssen die noch fixen, dass man die Leute in der Lobby leiser machen kann. Ich finde, oh, Matteo, ich finde, bei mir ist das vom Sound her wirklich perfekt. Also auch wenn du neben mir stehst, klingt das echt gut und ich habe nichts umgestellt. Mhm. Deswegen laufe ich auch immer zu dir hin, damit ich das in normal höre. Ach so, nein! okay. Jetzt geht's. Okay, dann lass uns halt die nächste Runde starten. Okay. Hinzufügen. So, wir nehmen noch Sanity-Pillen mit. Ah, ich kaufe nochmal welche. Wartet mal. Ich muss noch ganz kurz was abhören. Ganz kurz. Haben wir einen Bewegungssensor? Ja, zwei haben wir. Du hast auch einen, ne, Dalu? Ja, das ist der Beta-Bild, Fischi. Das ist der Beta-Bild. Okay, passt auf. Anni hat gerade eine Sprachnachricht geschickt und sie würde gern mit uns zu viert spielen. Mhm. Dann lass es doch machen. Dann haben wir alle Probleme gelöst. Das war nur das Problem, weil wir erst dachten, Turi wird drin und dann...
Okay? Aber willst du dann nicht noch Turi absagen? Haben wir das Problem gelöst? Turi ist im Chat. Ja, ich dachte, Turi hätte abgesagt. Ja, Turi hat abgesagt. Ja, dann war sie im Chat und dann hat sie es aber mitbekommen. Oh Mann, ey, Leute, ich hasse euch ein bisschen. Das tut mir, also das tut mir leid für... Scheiße. Farmhaus-Profi haben wir jetzt, ne? Aber erst genau. Ab 23 Uhr. Genau, ab 23 Uhr kommt Anni dazu. Das heißt, ja. Wir können jetzt noch zu dritt leveln. Das heißt, können wir dann noch zu dritt machen und dann mit Densen noch eine Runde, oder ist das blöd? Wir können jetzt bis 23 Uhr gern mit Densen spielen. Dann soll Densen jetzt einfach dazu kommen. Genau, weil bis 23 Uhr haben wir noch... Ja, dann machen wir schnell eine Farmhaus-Runde. Oder ich frage jetzt mal, weil wir jetzt so lange hier in der Lobby sind. Ja, also okay. Gerne bis 23 Uhr und dann... Ja. Also, es klingt jetzt vielleicht ironisch, aber ich spiele wirklich gerade gern mit euch dieses Spiel. Das macht Spaß. Das ist echt wirklich Spaß. Das ist Matteo, schön hier in der Lobby. Fang du mal, Lara spielt nicht richtig. Ja, was soll ich machen? Ach krass, man kann ja, Basketball komm. Spielen? Warte. Ja, ich hoffe auch, dass Lara das macht. Warte. Boah, okay. Kann ich einen Korb werfen? Ein bisschen höher. Ja. Gib dir gleich einen Korb. Mit leer. Ich hab schon genug Körbe bekommen, danke. Mit G. Mit G? Warte. Sag mal, kann man irgendwie aufladen den Schuss oder so? Nein, einfach, du kannst da nur nicht so weit wegstehen. Kann man mit Movement einfach? Weiter weg, wenn du nicht... Ich hab Leertaste gedrückt zum Springen, ich bin dumm. Wo ist der Ball? Danke. Ich werde mal schaffen, den Korb zu werfen. Oha. Okay, wie viel in Folge schaffe ich? Unendlich. Unendlich? Na gut. Challenge accepted. Bin bei 3 jetzt schon. Warte. 10er Subbomb, wenn du es schaffst. Okay. Ich bin dran. 5. Ich bin scheiße gut in dem Game. 6. Geht mal da hinten hin. Geht mal zur Tafel da. Geht mal ja. Da geradeaus zur Tafel. Ja. Jetzt kommt, es passiert irgendwas. Was ist jetzt? Nee, sie bedankt sich bei ihren Subs und redet dabei mit einer Farbtonne. Guten Tag. Oh, Alter, ich habe gerade gedacht, Dalu hätte sich geklont oder so irgendwie Mitose gemacht. Der ist einfach zweimal hier rausgeploppt. Ja, hi, Densen, ne? Grüße, na, alles gut? Ja. Bei dir? Willst du mal gucken, wie geil ich Basketball kann? Was ist hier los? Ihr seid ja... Dankeschön! Ja, mach mal, zeig mal her. Achtung, pass auf. Oh Mann, das war, weil du geguckt hast, sorry. Achso, warte, ich guck. Ich guck nochmal weg und dann machst guck du nochmal, ja? Guck dann nur auf die Zahl, okay? So, pass auf, hallo, Laura. Ich hab noch nicht geworfen. Okay. Hey. Warte, kann ich jetzt? Jetzt? Ja. So. Ah. Sollen wir? Ich bin ready. Denn okay, sie müssen dann eine Kopfkamera mit einpacken und, ich klicke alles, was ich im Inventory habe, auf Plus und dann ist. Muss ich irgendwas mitnehmen? Kaufe ich. Moment. Nein, du kannst dir noch nicht mal eine starke Taschenlampe kaufen. Du kannst dir doch gar nicht. Du hast warum bist du mich jetzt so? Das ist wie früher in der Schule so. Du hast keine coolen Klamotten. Du kannst nicht mitspielen. Du kannst bei mir aber einen Kredit aufnehmen, wenn du möchtest. Okay, das ist noch schlimmer als in der Schule. Ich will keinen Kredit aufnehmen bei euch. Okay, dann gibst du mir deine Milchschnitten. Ich habe keine Milchschnitten. Warte, ich habe was. Ich hab dir meine Einladung. Nee, ich hab's ein bisschen überschnitten. Ich wollte eigentlich Milchgeld sagen und dann kam irgendwas mit Schnitten raus. Ja, ich hab's gesehen. Warte, Moment. Hört man Lara wieder da nicht? Das ist echt krass. Könnt ihr vielleicht einer von euch anderen Avatar nehmen? Redet sie gerade? Ich weiß es nicht, ob sie redet. Ja. Sie hat vorhin noch Subs vorgelesen, hab ich sie noch gehört. Scheiße, ich hasse euch. Hey, ich hab sie bis gerade noch gehört, bis sie Densen. Das letzte, was ich gehört habe, war Hallo Densen. Ich bin da, glaube ich. Ich glaube, sie ist rausgeflogen. Ich bin da. Densen? Hallo. Ja, Densen, kannst du kurz sagen, ob du Lara hörst? Weil ich höre sie nicht. Achso, ja, ich höre sie, aber ihr hört sie, glaube ich, nicht, ne? Nein, oh Mann, ihr seid kacke. Dann lass einfach starten, vielleicht geht's ja in-game. Vielleicht kann man das in-game Lara. Ja. Nein. Oh, das macht so Spaß mit Daten. Densen, das trollt so schön. Densen, kannst du deinen Avatar wechseln, bitte? Bitte. Densen, bitte. Nimm jetzt Densen, nimm mal den, den Theo hat. Nein, oh, jetzt hab ich mir den Zahn Was? So, ich nehm den. Wie hast du das jetzt gemacht?
Was? Ein Zahn aber ausgeschlagen? Aber es hat den Zahn gefixt. Ich höre dich jetzt wieder, Lara. Ich habe mein Glas an den Zahn geschlagen. Oh. Ja, ja, genau. Ich bin bereit. Ich hasse euch. Alright. Genau bereit. Ich bin auch bereit. Jetzt. Okay. Habt ihr das? Habt ihr die Beta schon installiert? Ja. Ja, na sichi habe ich die installiert. Ja, aber schon lange. Ich habe schon seit Matteo, machst du ready oder was? Habe ich doch schon, oder? Ja, ach so. Wurde unreadied. Jetzt ist Dalu unreadied. Das ist gar nicht. Strange. Hä, wahrscheinlich wegen dem Avatar. Oh nein! Lara, ich habe eine wichtige Frage an dich. Lara? Ich bin nicht Lara, aber du kannst mir auch fragen. Oh, ich dachte, ich flieg raus, Alter. Lara? Was ist denn? Was ist denn mit deinem Wäscheständer? Der ist eben umgekippt in meinem Wäscheraum. Ohne Scheiß. Ich hab mich mega erschrocken. Also glaubst du an Geister? So, ich bin hier übrigens der Thermometer-Bibliothekar. Ich bin auch Thermometer-Man. Ich bin Thermometer-Frau. Wo? Wer hat meine große Taschenlampe geklaut? Ich nicht. Stimmt, wo ist denn meine? Ich hab nichts genommen. Ihr habt doch keine hinzugefügt, oder? Wie viele Taschenlampen hast du mitgenommen? Nein, ich habe keine einzige Taschenlampe. Dalu, Matteo, switch mal durch. Nein, benutz mal deine Among Us-Skills. Also, glaubst du mir jetzt? Sag mal, Leute, hat jemand das Buch gerade aufgehoben? Ich hab das Freundesbuch. Tut mir leid, Densen. Dado ist jetzt Buchmann. No, und ich hab keine Taschenlampe. Ja, ich hab auch keine Taschenlampe. Oh mein Gott, ihr seid so kacke. Warte mal, hier ist eine, oh mein jetzt Gott, so jetzt müsst ihr Kerzen nehmen. Wir haben noch zwei Kerzen. Leute, ich hab eine UV-Lampe. Aber ich hab eine große Taschenlampe mitgenommen. Okay, ich beweise euch jetzt, dass ich keine große Taschenlampe habe, okay? So, Achtung, Item Nummer 1. Wie viel? Man kann 3 haben, oder? Beweise. Item Nummer 1. Ja. Item Nummer 2. Aha. Item Nummer 3. Und auf der Schulter. Du bist aber Journalist, oder? Nee, ich? du kannst nur 2 Items und eine Taschenlampe mitnehmen. Ich hab 3, ich hab keine Taschenlampe. Brauche ich eine Taschenlampe? Geist heißt übrigens Robert Brown. Robert Brown. Kruzifix, Wasser im Waschbecken. Okay. Weil ihr da hinten steht, das ist, manchmal geht man nicht mehr so schlecht. Ja, das stimmt. Antwort nur alleine. Matteo, nimmst du die Box? Matteo hat die Box, ne? Wer hat jetzt eine Taschenlampe? Ich hab keine. Ich hab eine normale. Könnt ihr mir eine geben? Wer hat die Box? Du hast eine Taschenlampe. Ich hab keine. Leute, hier, Matteo, ich hab keine Box, Lara. Matteo, da ist eine Lampe. Ich glaube, da ist eine Lampe. Hast du die Box? Nein, ich hab keine Box. Ist das hier die Box? Matteo hat die Box. Hast du die Box? Oh mein Gott. Mach aus. Das wird nicht. Aber ja, okay, jetzt hab ich. Ich wollte diesen Moment nur festhalten. Nee, hier ist der zweite. Ich hab den in der Hand. Ah, okay. Ey, keine Taschenlampe. Ich gehe da jetzt rein, ohne Taschenlampe im Dunkeln. Ist auch noch Farmhaus. Man könnte mir erklären, warum ich keine normale Taschenlampe habe. Warum haben wir alle keine Taschenlampe? Wir haben genau alle unsere Taschenlampen. Ich hab nur so eine UV-Lampe, mehr habe ich nicht. Wirklich? Ja, wir haben noch Kerzen, Leute. Okay, was ist hier passiert? Könnt ihr mir kurz ein Update? Oh mein Gott, ey, mit dieser Lampe werde ich sterben. Ja. Mit der Lampe ist nicht anders. Also, könnt ihr mir jetzt sagen, warum ich gar keine Lampe habe? Wir hatten jetzt 2 oder so. Niemand hat 2. Wir haben einfach keine hinzugefügt. Ich hole jetzt eine Kerze. Du kannst T drücken. Ich hole mir jetzt... Gibt's ein Knicklicht oder sowas? Ja, eine Kerze. Okay, ich nehme eine Kerze. Die ist wahrscheinlich genauso gut wie eine Taschenlampe, oder? Ja. Achso, die müssen wir erstmal anmachen hier, oder? So, warte mal. Wie macht man die an? So, die ist an. Mit dem Feuerzeug, was hier... Obwohl, warte mal, geht die auch so an? Nimm die mal auf, die Kerze, und drück mal E. Warte. Ich nehme das Feuerzeug, dann... Wir holen uns gerade... ...die Lampe. Dann E. Minus gerade, wir haben Minus... Nee, du musst die Kerze schon in die Hand nehmen. Wie nehme ich denn die in die Hand? Warte. Du droppst ein Item und nimmst dann anstelle des... Ja, ja, und dann? Genau, und dann drück mal E oder so. Wenn du die in der Hand hast, drück mal E. Habe ich gemacht, geht nicht. Oder F. Dann F? Ah, F. Ah ja. Ah ja, let's go. Okay, geil, danke dir. So, dann nehme ich das hier. So. Ich will da die mit Kerze hier rein, Leute. Meine Kerzenlampe brennt. Ich
sehe ja auch noch weniger mit der Kerze als ohne. Das ist ja Wahnsinn. Okay, kann das sein, dass die Kerze einfach nur blendet und man, dahinter sieht man nichts? Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ey! Mann! Habt ihr den Raum gefunden? Oh ja, der macht ja irgendwo Türen auf, der Kollege. Oh, das war ein... Man muss die Kerze einfach werfen. Man muss die Kerze werfen und dann liegt die und macht den Raum hell. Das ist die Technik. Ja, aber so sehe ich gar nichts. Juhu! Leute, wie soll ich denn so spielen? Ich muss einfach so am Boden lang. Ich muss den Boden scannen. Pulsmesser wäre ganz witzig. Juhu! Stimmt. Wie hieß der Geist nochmal? Robert Brown, glaube ich. Haben wir EMF? Oder? Wie hieß der Geist? Robert Brown. Danke. Leute, der Raum ist übrigens hier unten, ne? Wisst ihr das nicht? Achso, ne, wurde ja noch nicht gesagt. Ich komme. Doch, ich hab gesagt, hier unten minus gerade. Er hat das Buch geschrieben und minus gerade übrigens. Ach, so weit ist es immer schon. Ja, das ist ja voll gesagt. Du machst das Walkie-Talkie kaputt, ey. Nein, was ist denn? Und eisige Atem. Müsste es gewesen sein gerade, oder? Die Temperatur haben wir auf jeden Fall. Yep. Matteo, wo bist du eigentlich? Ich kann es euch leider nicht sagen, weil das Einzige, was ich sehe, ich bin da, wo die Kerze ist. Das Einzige, was ich sehen kann. Ja, komm mal runter. Du musst ins Erdgeschoss. Ich bin im Erdgeschoss. Bist du hochgelaufen? Ich bin im Erdgeschoss. Ich bin Matteo. Okay. Was? Ich komm mit. Oh, Sicherung ist raus. Oh ja, oh. Kein Problem für mich. Nice, Lights gefixt, Electrical is safe. Ich kann mal nach oben gucken im Van. Lights. Matteo und ich haben Lights. Wir haben keine Weise. Wir haben Gefriertemperaturen und Buch. Also ja, das heißt, wir brauchen entweder oder Bock. Sollen wir jetzt hoch oder runter? Ich hab's nicht. Matteo, komm mal mit. Ja, ich komm. Matteo war's Mateo, nicht. Matteo, okay, komm mal mit, bitte. Komm ich war mit Dalu und Lights, wir waren's nicht. Jetzt komm mal bitte. Ja. So. Ja, wir haben Kugeln, wir sind fertig. Oh, na toll. Ihr habt das jetzt schon gelöst? Ja. Da seid ihr macht doch mal das Licht aus in dem Raum. Danson war im Truck, wir beide haben Lights gefixt. Und die Tür richtig auf. Kann nur Lara gewesen sein. Robert Brown? Ich muss die Kerze weglegen, ich glaube, die stirbt. Hab ich. Matteo! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der läuft aus der Bude raus. Und ja, wir haben. Ich hab ihn fotografiert. Ich hab ihn auch fotografiert. Dadurch handelt nicht. Ey, mein Foto ist richtig geil geworden. Oh, Matteo. Ich hab voll das nice Foto. Hast du ihn gesehen? Ja. Ich hab ihn auch noch gesehen, ja. Guck mal mein Foto an, da sieht man so den Türrahmen und hinten wie er gerade auf Lara, glaube ich, zu Chase, oder? Nee, auf Dalu, glaube ich. Oh mein Gott. Boah, das war... Wir müssen noch rein mit dem Kruzifix, aber das ist ein bisschen verbuggt. Oder geht das jetzt? Ich hatte es gerade hingelegt. Der ist drüber gelaufen, genau. Ja, das hat vorhin bei uns auch nicht funktioniert. Okay, warte, können wir ganz kurz... Haben wir ihn denn, ja? Kann ich im Journal die Fotos gucken? Ja, ne? Ja, aber nur deine eigene, weil es kleinseitig ist. Obwohl... Ah, genau. Nee, die sind immer mit leichtem Delay werden die gemacht. Ja. Okay. Bei mir ist es das vierte Foto. Das Foto von Lara sehe ich aber auch. Bei Interaktion oder so. Ja, genau, irgendeiner hat den Himmel fotografiert, da steht Geist drüber. Nee, das war ich nicht. Okay, also könnt ihr mir nochmal die Hinweise sagen? Genau, Ghost Orbs. Dann. Freezing Temperatures und Kugeln. Achso. Ghost Writing. Orbs Buch und. Hast du das auf Englisch? Geisterbuch. Mhm. Okay. Es ist ein Jurei, oder? Sehr gut. Jawohl. Ja. Sehr gut. Geilo. Ja, da können wir los, oder? Ja, da geht's wieder dick die Kohle hier. Ja. Abschiedsfoto noch, Lara, komm. Ich fahr los.
Okay. Dankeschön, Mann. 120 so. Euro, nice. Easy Cash. Nice, 170 Erfahrung. Oh, Level 120, nice. So. Let's go. Okay, nächstes Mal muss ich aber 100... Muss ich jetzt wieder aus der Lobby raus und wieder rein, oder? Nein, nein, Danzen hat die Lobby, nee, alles gut. Ich bin der Jobmaster. Ich bin auch schon 113. Nice. So, ich werde mir jetzt eine eigene Taschenlampe kaufen, ja? Ja, das machen wir. Oder hast du was Profi? Ja, ein kleines Haus, nee, das kleine Haus auf Profi und Highschool-Anfänger, aber da machen wir Asyl und Fortgeschritten. Ey, ich füge jetzt auch hier 5 Taschenlampen hinzugefühlt. Ich habe auch schon wieder das Flashlight hinzugefügt. Aber Irgendeiner muss das wirklich Dance, du meinst doch eben, du hast alles hinzugefügt, was du hast. Wieso hatten wir denn keine Taschenlampen? Weil ihr die normale Taschenlampe hinzugefügt habt und ich die starke. Nee, ich habe auch die starke hinzugefügt. Also ich habe auch die starke hinzugefügt, meine war auch nicht da. Wir haben jetzt, okay, wir haben jetzt noch 2 statt 3 starke Taschenlampen haben wir jetzt. Einer hat noch keine. Ja. Ich habe eine starke gekauft, nochmal jetzt. Matteo, kauf mal. Ja, und du musst hinzufügen. Matteo, wenn du sie kaufst... Ach, hinzufügen noch. Genau. Oh, danke. Kopfkamera. Willst du noch Kopfkamera, Danzen? Ich hätte auch gerne eine Kopfkamera. Habe ich nämlich schon hinzugefügt. Aber ja, ich kaufe nochmal 2. Starke Taschenlampe plus. Oder? Muss ich plus drücken? Das haben wir. Ja. Wir haben 4 starke Taschenlampen. Die Zahl auf 0 schnellt und dann... Ja, das ist ja. Gut, ja. Wir sind ja auf cool, dann bin ich ready. Jetzt bin ich ready. Ich hau noch mal 2 Thermometer rein, damit ja, wir schneller den Raum perfekt, finden. Perfekt, ja. Fotoapparat auch. Na, haben wir 2. Danke, Chat. Ich lerne langsam das Spiel. Übrigens. Ich mache mich schon ganz gut als Geister hier, oder? Also ich bin nicht ganz schlecht. Ich bin jetzt noch nicht einmal gestorben. Ja, Fotoapparat haben wir 1 nur. Ich habe auf die andere falsche Liste geguckt. Wie der Clip mit Matthäus Nachricht an Anni nach einer Stunde schon über 1K Views hat. Okay. Warum klippt ihr das? So schon peinlich genug, hört auf. Ja, dann starte ich mal rein. Seid ihr ready? Jo, let's go. Let's go. Ja, wir spielen gerade auf Profi, oder? Nee, fortgeschritten ist das jetzt. Ah, okay. Wir können gern Profi. Ich kann nicht sterben, so wie es aussieht. Oh Mann, ey. So, okay. Jetzt ist ein größeres Gebäude, ne? Oh, ich hab mich noch nicht. Okay, ich bin drin. Die Items sind noch nicht da. Ne, die spawnen ja auch erst, wenn alle da sind. Ah, okay. Kannst gerne gehen. Was? Ich soll gehen? Wenn es nicht passt. Was? Nein. Aha, wir sollen gehen, wenn es uns nicht passt. Okay, Lara alleine Asyl und fortgeschritten. Okay. Das ist erlaubt bei mir. Oh Gott, auf 100%. Okay, warte mal, ich mach dich mal. Test, 1, 2, 3, schnell ein, schnell, ba-ba-ba-ba-da, schubidu. Alright. Wo ist Dalu? Stimmt, ich höre Dalu gar nicht mehr. Na, der ist noch nicht da. Der ist noch im Ladebildschirm, glaube ich. Hi, Skelly. Ich glaube, das lange, ne? Moin, hallo. Leute! Da ist er doch! Hallo, da bist du ja! Aber wir haben keine Meine Sachen liegen da nicht. Meine auch nicht. Danzen hat wieder alles, weil Danzen raus ist. Oh nein, warum? Was? Hä? Jetzt ohne Equipment! Boah, das wird geil! Ja, dann das geht das ohne Equipment? Ja, wir können halt nichts rausfinden. Naja, wir können aber so raten. Lass uns irgendwie random, wir können random einen Geist eingeben hier. Ich nehme mal der Polder Benji hier, let's go, und dann fahren wir los. Nee, warte, ich will auch noch. Das ist grundsätzlich immer, wenn du es nicht weißt, ist es Wraith. Ich hab Spirit. Habt ihr auch die Beweise reingemacht? Nee. Okay. Also nur ein Geist ausgewählt. Ich bin fertig. Okay, Safe Call werde ich gewinnen. Ja. Ach, hier geht er doch rein, oder was? Nee. Achso, okay. Game Crash, ja. Moment. Nee, ich war falsch. Hurray. Ah, schade. Ich hatte es mal richtig. Hurray. Er kann wieder rein. Ich habe ihn gerade geschrieben. Okay. Die scammen die Auftraggeber. Scheiße, wir sind aufgeflogen. Ja, was denn?
Was ist denn da passiert? Ach, da ist er ja. Komisch. Ja, als Janu reinkam, warst du weg. Dass er mich immer wegschubsen muss, ey. Wie in der Schule. Voll blöd. Nichts gemacht. Und dann waren alle Items weg. Matteo hat wieder alle verkauft. Das hast du den Lehrern auch immer gesagt. Ich habe nichts gemacht. Oh, ey, sag mal, wie schlecht. Warte mal, ich habe mal alles wieder hinzugefügt. Wer hat die Lobby eigentlich? Lara. Oh, also, hast du irgendwas auf Profi? Ich guck mal. Farmhouse-Profi, Asylum-Profi? Ja, sehr schön. Oh mein Gott, waren wir wirklich? Ja, Asylum-Profi. Fetzen. Schaffen wir jetzt den Fight nicht noch? Ja, klar. Claro. Ja, wir sind in 3 Minuten durch. Speedrun. Ja. Achso, warte mal. Wir haben starke Taschenlampe nur 2 von 4. Die Leute hier fragen, ob wir Profi spielen sollen. Wir spielen jetzt Profi? Geil. Jetzt Profi. Ja. Ich seh's, ja. Okay, cool. Wir haben auch gerade schon Profi gespielt. Nee, der vor die Runde war nicht Profi. Wir brauchen Profi. Noch eine starke Taschenlampe. Doch, in dem Farmhaus war Profi. Ja, das wusste ich. So. Da, wo ich in dem Schrank war, oder? Nee, das ist danach, wo wir Electric gefixt haben. Das wo ich nur eine Taschenlampe hatte, stimmt, okay. Von dem ich immer träume. Ich hatte eine Lampe gekauft. Also einer muss noch eine starke Taschenlampe hinzufügen. Okay, ich schon mal in kaufe noch eine. 5 Minuten und 55 Sekunden. Okay. Auch fortgeschritten. Ich habe jetzt noch eine hinzugefügt. Kam die an? Wir haben 4 von 4. Eine starke Taschenlampe. Ja, passt. Eine was? Eine starke Taschenlampe. Achso, ja. Achso, ja. Ich muss starten. Das ist gerade mehr wert als alles andere. Ja. Okay. Oh, wir sind direkt drin. Moin, Leute. Oh, wir sind direkt drin. Nee, dancen nicht. Ah, dancen nicht. Oh, ich finde die Beta-Version, die läuft viel besser. Ah. Ich habe direkt eine starke Grab. Instant. Okay, ich habe ein Thermometer. Wir splitten uns in 2 Gruppen. Dalu, gehst du mit mir und dancen mit... Okay, Matteo, Lara, was soll ich nehmen? Ja. Lara, was nehme ich mit? Einer muss... EMF vielleicht oder Box. Ja, aber EMF habe ich. Zack, bumm. Okay, dann nehm. Du hast Buch und EMF, ja? Dann nehme ich Kamera und Thermometer. Okay. Chat sagt, ich habe eine normale Taschenlampe. Stark ist immer unten. Unten links. Mach die weg, ja. Ja, okay. Mary Taylor scheint auch auf Gruppen zu antworten. Ah, du guckst schon nach Orbs, ne? Ja. Aber sieht nicht so aus, als ob wir hier. Was würdet ihr mir noch empfehlen, außer ein Fotoapparat? Eine Kopfkamera. Oh ja. Nicht Fotoapparat. Nimm die Box mit. Die Box. Die Box. Matteo? Ja. Das da. Die oben, Geisterbox. Jupp. Das ist Radio, ne? Okay. Wie genau funktioniert das eigentlich? Er redet mit dir, wenn er will. Rechts liegt nur, wenn du den Raum gefunden hast. Ah. Mach aus. Okay. Genau. Und dann redet er mit dir, wenn du mit ihm redest. Danke. Wir gehen links, wir So, dann gehen wir rechts. Ich würde sagen, wir fegen erstmal alles oben durch und dann gehen wir nach unten. Okay. Warte, Lara, ich bin mir. Was ist das hier für ein Gebäude? Das ist eine Nervenklinik. Scheiße. Und wie heißt der Geist nochmal? Schwepsi ist nicht schlecht. Oh, das habe ich schon wieder vergessen. Oh. Aber ich glaube, ist Profi, da dürfen wir nicht so oft den Geist sagen. Lara, wie hieß denn der Geist nochmal? Sauer. Lara? Irgendwas mit Mary, glaube ich. Mary Taylor. Mary Taylor. Nochmal bitte bestätigen, wie war der Name? Mary Taylor oder Tyler? Ja, Mary Taylor. Danke. Wollen wir direkt runtergehen? Nee, wir können auch erstmal oben checken. Also wie du willst, ich. Alright. Ja, ich guck hier mal mit dem Thermometer ein bisschen an den Türen vorbei und gucke, ob irgendwo eine Tür offen steht, weil das ist meistens ein Indiz dafür, dass die Geister aktiv sind. Ah, okay. Der Geist. Ja, wenn du halt relativ früh bist, der Raum könnte nur am Anfang irgendwo sein. Also erstmal die Räume, wo die Türen zu sind, checken wir nicht, oder was? Ah, da gucke ich mit meinem Thermometer mal ein bisschen durch, weil das zeigt mir auch von außen an, wenn es unter 10 Grad ist oder nicht um 10 Grad geht. Dann. Okay. Komm, dann gehen wir die Runden direkt runter, fetzen uns direkt runter. Genau, dann lass uns den Keller kurz checken. Kurz gefällt mir ganz gut vor allen Dingen. Ist der große Keller?
Es ist einfach so riesig, ey. Das ist das gleiche hier oben, nur als unten. Okay. Da müssen wir halt echt Glück haben mit dem Raum, dass wir den direkt finden. 13 Grad. Wir haben Profi, ne? Ja. Ja. Wer ist der Profi? Dalu, oder was? Ja, du. Danke. Ist hier jemand? Kannst du uns hören? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Tyler oder so, oder irgendwas? Taylor? Scheiße. Wie? Ja, Mary Taylor. Chat sagt Steven Tyler. Den Namen. Wie kommen wir auf Steven? Ah, ne, Mary Taylor, okay, alles klar. Okay. Ich werde getrollt, glaube ich. Nee, hier ist nix. Ja, ich glaube auch. Okay, hier ist erstmal nix. Hier ist auch Dead End. Ah, hier geht's auch nicht auf. Doch, die geht auf. Ne, doch, geht auf. Hier ging auch noch eine Tür auf. Oh, ich oben? Ja. Dann kommen wir mal hoch. Kann aber auch unten sein, weil die vertikale Soundgeschichte hier ist ein bisschen schwierig. Oh ja, hier ist ein offener Raum. Wir haben ihn. Perfekt, perfekt. Wir kommen. 5 Grad. Ich krieg Gänsehaut, aber ich glaube nur, weil mir kalt ist. Wo seid ihr genau lang gelaufen? Oben, ungefähr bei der Treppe in der Nähe, linke Seite. Hallo, wo seid ihr? Hallo. 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 Das ist Lara, oder? Ja. Scheiße. Achso, ja, gehen wir hier lang. Warte mal, dann packe ich direkt mal mein Thermometer weg. Weil das brauchen wir jetzt nicht, wir haben ja den Raum gefunden. War das auch Lara? Mit so einem UV-Lampe oder sowas. Okay. Ja, ja. Hallo, ohne Müll. Oh. Ich höre die beiden, aber diese müssten über mir sein. Ist hier irgendwo... Hier drüben! Hallo! Hört ihr uns? Wir hören euch. Aktivität ist auf 3. Wir sind hier hinten. Fuck, was ist denn bei Lara los, ey? Das ist irgendwie die Scheiße. Oh mein Gott. Hallo, der Geist bewegt sich. Test, 1, 2, 3. Ja. Oh, hallo. Ja. Oh! Was? EMF? EMF 5. Perfekt. Klasse, nice. Kommst du, Densen? Ja. Komm mal, geh mal mit rein. Dalu? Ich hab hier einen Step gehört. Ja, ja, das er ist hier. 3 Grad, 3,6. Schreib in meinen Freund. Wow, da ist er. Kind. Digga! Oh mein Gott. Es ist der kleine Junge. Warte, warum geht denn hier raus? Ich guck mal den sein Finger abdrücken. Wie wir zwei Kameras haben. Scheiße, kann einer das Buch auf den Boden legen? Ich glaube, der kommt da nicht dran. Der kann da nicht rein. Dankeschön. Mal ins Buch. Mal uns ein Bild. Frag mal, wo er ist. Mary Tyler. Wo bist denn du? Ich kann nicht den Namen sagen. Okay, wir haben die Box. Oh, Box. Er hat Fahr gesagt. Also er hat... Okay. Er hat... Ey, ohne Scheiß. Lara ist viel schlimmer als der Geist. Mary Tyler! Mann! Mary Taylor! Ey, renn hier raus, man, ich hab keinen Bock mehr auf euch. Ja, wenn du Lara hast, brauchst du keine Feinde mehr. Oh. Okay, was haben wir denn jetzt? EMF 5 und Box.
Okay, dann lassen wir direkt in den Orbs gucken und fragen. Ist Jin, Jin oder Udo? Ich geh mal. Dann könntest du ja vielleicht mal in den... Oh mein Gott! Der Geist singt! Echt jetzt? Das war ich wirklich nicht, das war ich wirklich nicht, das war der Geist, ja. Oh, das war scary. Die hat so... Da, die summen dann immer die Kinder. Kannst du noch in das Buch fahren, bitte? Come on! Ey! Ich übergebe mich gleich ein bisschen. Oh, die Tür ist zu, Matteo. Ja. Oh mein Gott, sie ging gerade. Hast du das gerade, Alu? Nee. So. Es tut mir leid, Matteo. Ich wollte ihn nicht ärgern. Und wir haben Orbs. Das ist alles, Nummer 3. Alles gut, alles gut. Pipi-Kram. Profi, ne? Das ist der Spiel. Es ist ein Chip. Wow! Hört ihr das? Oh, shit, Alter. Ey! Ich mach den Turbo an. Wir sehen uns. Ja. Das ist euer Turbo. Das sieht nicht so aus. Oh, die ja, Sounds. Das so. Oh, die Sounds sind da echt heftig. Mary Taylor. Mary Taylor. Ist das hier überhaupt rau? Nee, falsch, ne? Ich weiß nicht. Oh, das ist schön Booty, Matteo. Danke. Mary Taylor. Mary Taylor. Dennis will sterben einfach. Ich hab Angst. Mary Taylor, ich hab Angst. Ich hab Angst. Zeig dich. Oh, jagt er euch oder mich? Komm an. Dich, Matteo, ich hab ihn bei dir gesehen gerade. Mary Taylor! Ich glaube, ich habe gerade eine Taschenlampe gehört. Nee, das war ich. Ich doch, ich glaube, er ist tot. Hat er gerade so geschrieben? Nee, er lebt noch. Er hat noch seine... Okay, Matteo trollt uns, aber lass uns trotzdem schon mal fahren. Ich mach zu. Matteo, wir sehen, dass du noch lebst. Wir fahren schon... Matteo, du hast eine Kamera auf dem Kopf. Scheiße. Matteo, wir fahren... Ich komme... Ja, da durch, geradezu und fett. Scheiße, ey. Also das Mary war gerade eben... Mary Taylor. Das war gerade eben wirklich scary als... Mega Anti-Mate, Alter. Scheiße. Sag mal, Matteo, ja. Hast du gerade so geschrien? Also ernst oder... Oder wann, war das Troll? Als Troll? Gejagt war oder was? Als ich gejagt wurde? Ja, eben gerade so. Das warst du, oder nicht? Ja, das war wahrscheinlich ich, das? Oder? Warte, ich muss ins Buch eintragen. Hat sie denn was gemacht bei dir? Oder? Nee. Hat sie dir ins Ohr gehaucht oder irgendwas? Ich habe nur so ein komisches Knacken gehört. Das war aber, glaube ich, ihr. So, wartet mal ganz kurz. Lass mich mal ganz kurz eintragen, bevor ihr losfahrt. Welche Beweise haben wir denn? EMF Ebene 5, wir haben die Kugeln und wir hatten... Die Box. Spirit die Box, genau. Die Box, die ich dabei hatte. Also ein Djinn. Ja. Geil. Okay. Na dann, auf geht's. Oh Gott. Ja.
Chat, ich hab die Geisterbox hab ich herausgefunden. Das war ich. Ich hab einen Beweis gesammelt von drei. 195. Same. Und ja, 210 Erfahrung. Wir hatten gestern. Wir hatten gestern $250 für eine Sache bekommen. What? 250. Das ist Wahnsinn, ja. Warum spielt Lara die ganze Zeit komische Geräusche ab? Das ist Baby Yoda. Warte mal, hier wird geschrieben, die Geisterbox war falsch. War die falsch? Zeit, das ist Matteo. Nee, nein, war richtig. War alles richtig. Da wurde er gerecht. Ja, ja. Doch, war richtig, war ein Gin. Also war alles gut. Ja, 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 ja. Ja, cool. War richtig, ja. Ja, und Geisterbox war ja klar. Er hat ja was gesagt. Ja. Genau, da stand Fahr oder so. Da, eine schnelle, ja. Guck mal eben. Eine schnelle Runde. Na, aber die hat ja auch 15 Minuten jetzt nur gedauert. Also. Ja, ist richtig. Und das war Asylum. Ich hab noch mal ein Professional Farmhouse, hab ich noch gehabt. Sehr geil, let's go. Okay, bin auch ready. Okay, im Chat dachte jemand, das wäre das Babyphone von denen gewesen. Oh nein! Das ist scary. Wie witzig. Vielleicht über Adoption nachdenken oder so? Was? Nee, schnell mal, mach mal Start. Ich komme nicht mehr raus. Okay. Oh, warte. Ich will noch mal schnell, warte mal. Kerzen haben wir, Feuerzeug, Futterbrat nehme ich noch einen mit. Thermometer haben wir zwei, ne? Ach, komm schon. Haben wir gar keins, Leute. Oh! Doch, jawohl. Zwei. Jawohl. Sanity noch, was sagt Kopf? Nicht schlecht. Haben wir noch eine. Let's go! Wow! Das hat mir kaputt gemacht. Ne, ich habe nur die untere weggezogen. Hast du rausgezogen, ja? Oh. Ja, da hast du verloren. Bin ready. Bin auch ready. Zwei auf einen starten? Ne, ich bin noch nicht einmal gestorben. Also, ich glaube, man macht hier einen No-Death-Run im gesamten Spiel. So. Thermometer. Taschenlampe? Oh, ihr habt wieder keine Taschenlampe eingepackt. Oh. Doch. Oh, nee, jetzt. Oh, ja, ja. Okay. Matteo ist immer der Schnellste. Hat jeder jetzt eine Taschenlampe? Ja. Also ich ja. Es gibt Taschenlampen. Also schnell ran. Ich nehme mal die Box mit. Box, Taschenlampe, Thermometer. Ja, was soll ich noch mitnehmen? Soll ich den Bewegungssensor mitnehmen oder bringt der nichts? Nee, der ist nur für die optionale Quest. Haben wir einen? Nein, die haben wir leider nicht, die optionale Quest. Aber du kannst eine UV-Lampe mitnehmen. Wo liegt die denn? Hier oben die? Die kleine hier, ja, genau. Ah, cool. So, wir haben Steven Jones. Waschbecken EMF. Steven. Ja, Steve Jobs. Der Steven. It's ya boy. Ich schwitze echt an den Händen, aber keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht so... Also, das ist der Angstschweiß. Ja, aber das liegt an dir, Lara. Du machst mir mehr Angst als der Geist, ohne Scheiß. Das stimmt gar nicht. Komm, Matteo, wir gehen zusammen hoch. Komm mit. Okay, das lass ich mir nicht zweimal sagen. Oh, er hat hier oben Radio angemacht. Nice. Ist es unten? Es ist unten, glaube ich, oder? Hier ist ein Ventilator, hier ist ein alter Sessel. Dann ist es bei dir? I don't know. Nee, bei mir ist nicht. Hier oben. Ah, in dem Zimmer ist es. Habt ihr schon gefunden? Ich hab unten nochmal gefunden. Bei Matteo, wo war? Du hast es gerade ausgemacht, oder nicht? Nee, ich hab nichts ausgemacht. Nee, das war hier unten im Flur, das Radio. Der ja, ist hier unten im Flur. Nein, der ist hier oben. Matteo, du hast das Radio gerade ausgemacht, oder nicht? Ich hab kein Radio ausgemacht. Matteo ist voll. Nein, ich hab das... Nein, der ist hier nicht. Matteo hat das Radio ausgemacht. Ich hab das nicht ausgemacht. Ach doch, hier 9 Grad. Aber es war an. Ich hab, ja, also, was war an? Wer hat denn Futterbrat? Ist hier jemand? Oh, Leute, ich höre. Mein Headset ist alle. Ich bin gleich wieder da. Ich hab das wirklich nicht ausgemacht. Wo bist du? Hat jemand ein Futterbrat? Ja, ich habe einen. Nein. Wo bist du? Ist hier jemand? Oh, das Buch. Oh, ja. Kannst du mich hören? Da alle, wo bist du? Boah, Licht ist an. Gemacht. Wie ist er nochmal? Wie ist er? Tyler Jones? Steve Tyler? Steven Jobs? Steven Jones oder so. Steven Jones, zeige dich. Ist hier jemand? Steven Jones, du siehst dumm aus. Ist hier jemand? Hallo? Steven Jones, du kannst nicht kommen.
Instant Buch. Das Buch geht so schnell. Ich hab's hingelegt und es war beschrieben. Ah, soll ich ein Foto von dem Buch machen? Soll ich ein Foto von dem Buch machen? Okay. Mein Headset war alle. Ich musste mich kurz. Wirklich? Nee. Ach so, ach nein. Könnt ihr kurz aufs Buch leuchten kurz oder Licht an mich hören? Ah, ja. Okay, das war das perfekte Timing für dieses Foto. Also, du hast... Oh mein Gott, er ist da! Oh mein Gott, oh mein Gott! Warum hat die Jungs so lange die Tür zu? Warum hat die Jungs so lange die Tür zu? Wo seid ihr für Anti-Mates? Er ist da! Oh mein Gott, was seid ihr für krasse Anti-Mates? Oh mein Gott! Das ist doch nicht euer Scheiß-Ernst! Oh mein, das ist nicht euer Scheiß-Ernst! Ey, ich geh jetzt hier raus, ne? Fuck it, fuck. Nee, nee, nee. Oh, Schreck, mein Name. Oh mein Gott. Ey, da war die Tür halt schneller zu, als ich gucken konnte. Auf einmal sind alle drei raus. Scheiße. Oh mein Gott. Das kannst du keinem erzählen. Jetzt hat er das Licht da oben angemacht. Wer hat denn die Kamera da platziert? Ist das der Raum, ja, ne? Ja, ist der richtige Raum. Nee, ja. Oder? Doch, ist der richtige, oder? Nee, das ist der Flur. Nee, das ist der Flur, die steht im Flur. Matteo schreit da so rum. Das war so laut. Matteo, hast du wenigstens ein Foto gemacht von dem Geist? Ja, guck mal, das Foto, was ich gemacht habe, ist perfekt geworden eigentlich. Warte, guck mal. Das mit dem Buch. Das ist, ja, er stand das ist mit direkt hinter. Hast du ihn gesehen? Nein, nein, nein. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nur gehört. Und dann der war stand so halt direkt hinter dir, Mann. Oh, was? Und der ist so auf dich zu. Ja, hast du nicht gesehen, Mann. Er stand so nackt, glaube ich. Aber Moment, das heißt, Matteo hat nur geschrien wegen der Tür und nicht mal wegen dem Geist. Ja, ich hab den gehört. Ich hab den gehört so, hinter mir. Und nein, es war nicht der nackte Geist, es war dieser Jason-Verschnitt. Also mit der Siegel. Oh. Junge, ach, warte mal, Chat sagt. Ah, warte. Ah, danke, warte, Chat. Ich kann noch irgendwas anderes mitnehmen, Lara. EMF. Wir brauchen noch EMF-Reader, Leute. Warte mal, war die Axt hier vorher schon drin? Ja. Könnt ihr mal das Licht im Raum ausmachen? Okay. Ich hab eine Kamera in den Raum gelegt. Okay, sehr gut. Ja, ich hab's auch schon. Hier liegt die Geisterbox. Ist hier jemand? Achso. Ja, den nehme ich hier. Alter, oh. Ist hier jemand? Kannst du mich hören? Freddy? Hallo? Ich weiß es nicht. Ich bin ein leichtes Opfer. Steven Jones, hörst du mich? Oh, der wird sauer. Der wird sauer. Steven Jones. Sprich mir auf die Box. Steven Jones. Steven Jones, zeige dich. Wir haben noch ein Buch, ne? Ah, ich sollte das Buch noch fotografieren, oder? Sauer. Ja, hast du das schon, oder? Nee, haben davor war der Arm Buch, von da und davor. Nur Buch. Kannst du mich hören? Er hat Licht angemacht. Das war er wieder. Nein. Haben wir UV? Hat jemand UV? Ja, ich habe UV dabei. Ich komme. Kannst du mich hören? Wo soll ich denn hinleuchten? An die Fensterscheiben da hinten. Oh! An die Fensterscheiben. EMF ist nur 3. Wer war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist er das? Oh mein Gott, der ist richtig aggressiv. Man darf den Namen nicht mehr sagen auf Profi. Steven Jones. Steven! Steven Jones. Steven Jones. Steven Jones. Steven Jones. Warum macht ihr immer die fucking Tür zu? Ich verstehe das nicht. Was habt ihr? Warum? Mann, ey. Leuchte mal an die Fensterscheiben, bitte nach Finger drücken. Und Türen und Pflichtschatten auf. Steven Jones. Der hat halt eben wirklich, als ich den Namen gesagt habe, hat er so gemacht. Also jetzt ohne Scheiß. Ich höre ihn. Nee, das war Dalo, oder? Ja. Steven Jones. Bist du hier? Steven Jones. Steven! Geht mal mit dem Licht aus dem Raum raus. Ich guck mal wegen. Zwei. Steven kommt vorbei. Drei. Vier. Er steht vor deiner Tür. Fünf. Macht mal das Licht aus dem Zimmer nicht rein. Nicht mehr den Tisch.
Aber warte eben, bitte. Bei mir ist so eine Ecke hier. Ja, bei mir versucht er sich am Schreibtisch zu ziehen. Bei mir sieht, guckt sein Arsch aus der Wand. Matthias ist auch der Einzige, der versucht, den Geist wegzuschreiben. Ja, gut. Ja, was hat der Geist da mit mir gemacht? Oh fuck. Klappt das bei dir auch so? Ja. Ja. Komm mal mit rein, bitte. Ich hab Angst. Was hast du vor? Hey, aber warum? Also, wo hast du Angst? Oder warte mal, denn sie gibt's auch Profi, keine Versicherung. Können die mich jetzt noch hören? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Kann ich noch mit denen reden? Aber kann sein, dass es klappt. Liegt die auf dem Schreibtisch bei dir? Nein, hinten links in der Ecke. Eure Sanity ist auf mega low, Dalo auf 7, du bist auf 16. Du kannst den Geist jetzt sehen. Wo kann ich den sehen? Auftaucht. Muss ich jetzt auch mit dem Bus mitfahren oder muss ich am Friedhof? Wo muss ich denn hin? Droppt ihr das alles? Ja, das ist doch mal ein, achso, habt ihr schon. Ein Foto habe ich nur noch. Ein Foto. Also ich aber kann den EMF-Scanner nochmal mitnehmen, aber der war. Also das wir war's, glaube ich, aber nicht. Leute, guckt mal im Journal, wir haben Fingerabdrücke. Im Buch. Was? Oder? Ja, stimmt. Können aber auch mal Matthäus sein. Das hier auf der Ecke sitzt, das Foto. Hier ist ja auch der Geist, ey. Ja, ich glaube, das war ein Fenster dann. Okay, also Spirit oder Revenant. Noch da war. Wenn das unsere Sachen sind, dann haben wir entweder EMF 5 oder Spirit Box. Also ich kann nochmal mit EMF reingehen, aber dann sollen wir nochmal mit der Spirit Box rein. Redet der mit einem? Die Box liegt drin. Ne, mit allen, auch Gruppen. Ja. Okay, dann müssen wir das noch. Okay, dann let's fetch, dann gehen wir nochmal rein. Chat, was muss ich denn ins Journal eintragen? Also EMF 5 checken die gerade nochmal. Geisterbox war aber, oder? Fingerabdrücke meint ihr? Ich hab nur gesehen, dass er, engaged ist, der Geist. Sie reden noch. Am Fenster in der Ecke und macht Fotos. Die lästern über mich, während ich tot bin. Wie unfreundlich ist das denn? Geisterbuch? Ah, stimmt, Geisterbuch war das. Geisterbuch? Buch, Abdrücke sind safe. Genau, also Buch und die Abdrücke sind safe. Die checken jetzt nochmal EMF, ne? Ja, wir haben 23 Uhr. Ja, ja, ja. Die Runde ist dann fertig. Dritte ist unklar. Okay. Die werden dir noch sagen, was du eintragen musst, bevor sie fahren. Bestimmt. Das sind, also ich kann mich auf die Teammates verlassen. Das ist auf keinen Fall, dass sie mich in einem Raum einsperren mit einem Geist und dann sich mich auslachen, wenn ich tot in der Ecke liege. Da kann man, das sind gute Teammates. Oh, stimmt, warte mal. Warte, ich trainiere ein bisschen. Warte mal, warte. Ich unmute mich kurz und. Hier kam keine Reaktion, oder? Hat nicht funktioniert, Chat. Hat nicht funktioniert.
Du musst bei denen stehen. Ich habe gerade im Discord geschnauft, aber wir haben, glaube ich, gemutet. Cringe? Das war nicht cringe. Kümmerlich. Ich bin Asthma-Geist. So, wir gehen nochmal suchen. 10 von 10 cringe. Text per Sprachnachricht dann an, nee. Wolltest du mich einsperren? Aber ich habe hier keine Möglichkeit, dir zu erschrecken, oder? Steven, sag mal was. Mann. Oh, Scheiße. Das war ich nicht. Oh, er kommt. Wo? Alter, der hat mich angegoogelt. Steven, entspann dich. Wo? Das war nur ein Event, ne? Ja, es war kein Angriff. Kann ich was bewegen? Keine Ahnung. Das kann auch sein. Kann ich Sachen umschubsen oder so? Aber der hätte. Warum liegt die Box hier? Geh doch mal rein jetzt und red mit dem. Kann ich irgendwas nehmen oder so? Ich komme auch mit rein. Ich muss ja das EMF hier checken. Wo bist du? Wo bist du? Zeig dich! Zeige dich! Interessant, dass er auf beides nicht anspringt. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Chill. Geh mal richtig in den Raum rein mit der Box. Aber mein erster Tod war schön, wenigstens, oder? Ich kann mich nicht beschweren. Erster Tod war angenehm. War schön. Hörst du mich? Wo bist du? Willst du uns töten? Könnte er in einem anderen Raum sein, mittlerweile? Wie heißt du? Nee. Ich mir vorstelle, dass man als Toter dann so die Lebenden beobachtet, ist voll unheimlich. Wo bist du? Where are you? Hör doch auf, mach mal das. Ja, da ist er, er steht genau vor dir. Fuck. Oh, da ist er. Oh fuck. Mach doch offen. Ja, war offen. Die war offen, als er ankam. Oh nein, oh scheiße. Oh nein. Ich hab sie wirklich aufgemacht, aber ich glaube, dadurch haben wir es blockiert. Weil ich auch, also ich sie war bei mir auch, bei mir war sie auch offen, als er ihr kam. Ihr seid schuld an diesem Tod. Oh Mann, Densen. Wir haben sie wieder aufgemacht, aber irgendwie war sie blockiert. Also ja, irgendwie war sie blockiert. Nein. Na genau, schon der zweite, den ihr auf dem Gewissen habt. Oh scheiße. Wo war denn der Fotoapparat? Den in der Ecke. Nee, der volle. Oh, ja, aber das ist Wir haben die Tür wieder aufgemacht, aber der ist blockiert. Das tut mir leid. Das tut mir auch leid, auf jeden Fall. Guck mal, wie sie sich bei Densen entschuldigen und bei mir machen sie Witze über meinen Kadaver. Machen Fotos von meinem Arsch. Geist, komm hier rein, die sind hier drin. Hier, komm, hier rein. Die sind hier drin. Komm. Die hocken hier beide neben dem Klo. Ich sehe sie doch. Komm rein. Komm hier durch die Tür. Mann, ey. Redet man so mit dem? Ich weiß nicht. Er wird auf beides nicht antworten, Lara. Das ist echt interessant. Irgendjemand im Chat meint, er hat eine Box gehört. Hab ich mir auch gedacht. Oh, hast du mich erschreckt. Oh Gott. Du hast mich erschreckt. Ja, wir das ist aber ärgerlich. Kacke, wir haben auch keinen Futterbrat. Ja, aber EMF ist auf jeden Fall nicht hochgegangen. Gar nicht. Ja, dann komm. EMF ist es also nicht. Kann ich in mein Journal gehen? EMF also nicht. Geisterbox war? Weiß ich nicht. Fingerabdrücke waren, Geisterkugeln haben wir nicht gesehen, Geisterbuch war. Gefriertemperaturen war die nicht.
Bei mir nicht. Was lachen die so? Hm? Wo sind die denn? Mein Kopf hängt aus der Wand. Gucken die draus? Okay, ich geh gucken, warte. Ich glaube, Ernie ist gestorben und konnte trotzdem mit uns rumlaufen und uns reden. Und wir haben die gesehen. Aber sie konnte halt nichts mehr machen. Ich hätte es halt so gut gefunden, wenn die tot über die Höhe kommt. Oh mein Gott. Scheiße. Also, das ist wahrscheinlich der beste Tod in Phasmophobia ever, oder nicht? Also, bester erster Tod, easy. Okay. Ja, komm, jetzt fahrt. Also, für mich ist es eher die Ghostbox als EMF, weil EMF wird auf jeden Fall nicht machen. Ja, aber warum denn EMF? Dann wäre es ein Spirit. Wir haben doch Gefriertemperaturen, dachte ich, oder nicht? Nee. Ah, nee, da geht gar nichts. Achso, ja, doch, du hast recht. Dann wäre es ein Spirit. War er denn schnell? Nee. Das Einzige, was wir testen könnten, ist, wir nehmen Smudge Sticks und gucken, ob er uns lange nicht angreift. Wir könnten ihn ausräuchern. Ja, genau, die Tampons. Sollen wir machen? Was war die andere Alternative an Geist? Ich weiß nicht. Revenant, oder? Ja. Ich rede mit euch, Chat. Ich versuche rauszufinden, wie ich noch Geld verdienen kann. Ja. Geisterbox, Geisterbuch. Oh, Danzen tut mir so leid, ey. Die beiden sind safe. Guck mal, wie sie immer betonen, dass Danzen den leid tut. Die haben mich schon wieder vergessen. Die Tür wieder aufgemacht, aber sie hat irgendwie, wahrscheinlich, weil wir beide aufmachen wollten, hat sie irgendwie blockiert. Oder so. Die haben mich einfach komplett vergessen. Oder weiß ich nicht. Also, als wenn es mich nie gegeben hätte. Die haben sie ja wieder aufgemacht. Armer Danzen, ne? Ja, Matteo, nee, das war witzig. Ja. Hast du noch Pillen, Lara, oder nicht? Matteo, es tut mir auch leid. Matteo nimmt. Du hast jetzt nur gesagt, weil der Chat dann nimmt die. Nee, nimm du. Du darfst. Hier. Nimm du. Okay. Nein, nimm du. Okay. Nimmst du noch das Tampon mit hier? Und das Feuerzeug noch. Wir haben nur ein Feuerzeug. Es war 3, sagt der Chat. Stimmt das? Ja, aber dann, wenn, also es war nie auf 5. Der Chat meint, bei mir war kurz auf 4, aber auch nicht auf 5. Ah, so, aber das würde halt, dann, ja, aber dann muss es ja, ja, aber ich glaube trotzdem erst Bild. Ich habe auch Spirit eingestellt. Er wird uns halt eh instant attacken, also wir können eh kaum was machen. Kommst du mit oder nicht? Ich bin da. Du musst mir gleich das Feuerzeug geben. Mach du erstmal. Ja, ich weiß auch nicht, warum die jetzt einfach nicht fahren. Anni wartet bestimmt. Gib mir noch. Und ich warte auch. Hier in der Ecke. Das liegt hier in der Türschwelle. Ja, schwer zu sehen. Ja. Oh. Hello, my old friend. Aber nothing detected. Ich glaube, dass er jetzt nichts mehr macht. Weil wir ihn natürlich jetzt ausgeräuchert haben. Vier? Ja, aber vier, wieder nur. Vier hatten wir schon mal. Er geht nicht auf 5. Sind wir uns bei Spirit Box dann einig? Obwohl er nichts sagt? Ich glaube, es ist. Ich würde sagen, es ist EMF. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er war eben hier. Ja, er hat auch jetzt das Buch noch. Er macht gerade echte Action. Das Buch ist gerade runtergefallen. Irgendein Lichtschalter ging aus. Stimmt, das Buch liegt woanders. Sag mal was. Hallo.
Hallo, hallo. Hallo. Fünf. Und jetzt Gott. Okay, aber ist doch nein. Dann ist Revenant, ne? Okay, nice. Also Leute, wir haben EMF-5 als letzten Beweis. Also so mit einem Revenant. Roger. Ich muss so hart pinkeln, ich kann nicht mehr. Wir fahren jetzt, habt ihr das eingetragen? Geisterbuch, Fingerabdrücke, EMF-5, Revenant. Roger. Geist habe ich eingestellt, jetzt. Hier, Geist wie Revenant habe ich eingestellt. Sehr gut, Lara. Haben wir wieder gut gemacht mit zwei. Sehr schön. Ich habe nur $22 bekommen, dafür, dass ich mein Leben geopfert habe. Dansen, Lara und ich haben wirklich beide versucht, die Tür aufzumachen. Ja, ich hab's gesehen. Oh, der war aber so aggro. Ich gehe direkt auf diesen Schrank, auf diesen Schreibtisch zu und er fängt an zu engagen. Das war so blöd. Hässlich, ja. Zwei Meter mehr und ich hätte es geschafft, aber naja. Schade. Aber habt ihr gesehen, wie geil ich gestorben bin? Ja, ich hab's über die Kameras im Van gesehen. Du sitzt da in der Ecke, er fängt an zu engagen, läuft zur Tür und du sitzt da, machst Fotos. Ja, ich dachte, das schreckt ihn ab oder so. Dein männlicher Schrei wieder, Lantio. Hey, ich hab das wie ein Mann genommen. Ich hab das One-on-One gesucht. Sehr und deinen Kopf aus der Wand gesteckt, oder was? Ja, weil das ist meine Schwachstelle. Ich hab versucht, die zu schützen. Ich hab ihm meinen Po hingehalten. Aber von draußen sah das richtig geil aus, wie der Kopf da draußen im Haus raus. Da brauchst du keine Überwachungskameras mehr. Okay. Ihr habt ja jetzt noch ein Date, ne? Genau, wir haben jetzt noch ein Date. Aber ich wäre dann auch... Ich glaube, Anni ist sogar schon da. Nice, weil ich bin dann um 0 Uhr dann wieder raus. Also wenn ihr dann wieder jemanden auffüllen wollt. Ja. Da schlafe ich wahrscheinlich schon. Oh, okay. Dansen, danke fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Lustig. Danke für die Einladung. Ja, wenn ihr nochmal irgendwann einen Platz frei habt, dann sagt Bescheid. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß. Immer gerne. Tschüss, viel und, Spaß. War lustig. Ja, euch auch. Bis dann. Jo, danke dir. Ciao. Mach's gut. Tschüss, ciao. Tschüss, Dansen. Oh Mann. Ich muss pipi. Ich schicke mal eben Anni den Code und dann gehe ich ganz schnell pipi machen. Genau, ich glaube, Anni macht sich noch einen Toast. Ich schicke den Code und dann gehe ich pipi machen. Ha! Okay, der war schlecht. Den habe ich nicht verstanden. Nossi fand den auch nicht lustig. Was? 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 Oh Gott, ey. Ich muss wieder 18 plus in den Titel schreiben. Ich mach das jetzt wieder. Jetzt muss ich immer um die ab. Aber es ist noch nicht 0 Uhr, ne? Kann man den Stream nicht sogar selber auf 18 plus stellen, dass man dann klicken muss? Ja. Manchmal rutschen auch so Kraftausdrücke raus. Aber auf trollige Art und Weise. Bei mir zum Glück nicht. Ich bin. Okay, ich geh Pipi machen. Bis gleich! Ja. Bis gleich. Oh. Also das eine Mal war echt ein bisschen stressig. So, oh, fuck. Da gibt's ja kein Blut. Ja, das Spiel selbst ist, glaube ich. Ab 12, oder? Xanjin sagt, wow, wie die Viewerzahl gerade um 50 gedroppt ist. Scheiße. Ich mach Stream aus. Wenn jetzt nochmal so viel droppt, dann habe ich ein Problem. Fuck. Ich würde es mein Kind spielen lassen. Ja, das ist gleich aber der Grund, warum du keine Kinder hast, Jens. Bondra's RIP, ja. Also ich würde mein Kind das nicht spielen lassen. Da kannst du dann direkt danach an ihr den Code geschickt? Therapie einfordern. Ich glaube, Lara hat den Code geschickt, ja. Also ich nehme es. Aber an. Lara wird noch sagen müssen, dass wir auf dem Beta-Client spielen. Das hat sie bestimmt vergessen. Ich schreibe mal ganz kurz an.
Warte, ich guck mal. Okay, ich hab hier mal gesprochen. Oh, da läuft mich nicht. Nee, ich hab keine Ahnung, ob sie weiß, was. Also Anni hat ja schon öfter gespielt, sie weiß, was ein Beta-Client ist, glaube ich, oder? Denke ich mal zumindest. Und sonst so, Wetter? Ja, alles geil. Boah, also ich kann so, aber so Horrorspiele kann ich nicht lange spielen. Da merke ich richtig, wie ich gestresst bin. Also Erschrecken ist nicht so mein Ding. Was ist deine Lieblingssoße, Matteo? Was meint ihr damit? Was für eine Soße? Für zu Pommes oder zu Fleisch oder zu Nudeln? Also zu Pommes ist es, glaube ich, Mayo. Zu Fleisch? Weiß ich nicht. Boah, zu Spaghetti gibt es viele geile. Sauce Hollandaise? Ja, kann auch geil sein. Zu Fisch. Boah, schwierig. Pfeffersoße ist, glaube ich, auch geil. Sriracha zu allem, Kappe. Ja, weiß nicht. Mango Curry, nee, da bin ich raus. Ich stehe nicht so auf diese Curry-Sachen. Das ist nicht so mein Ding. Gerade wenn die so süß sind. So süße Soßen, nee. Zigeunersoße, nee. Hela Gewürzketchup natürlich. Nee, ich bin auch nicht mehr so... Yo, hat es Anni gesagt, dass die Beta Anni ist? Muss noch, ja, sie muss noch kurz Beta-Bild downloaden. Nice. Ja, Tomatensauce, selbstgemacht, glaube ich, Klassiker. Aber ich würde sagen, Tomatensauce ist eine der solidesten Soßen, aber ist nicht so ein krasses Highlight, oder? Für Soßen. Eine ordentliche, dunkle Bratensauce. Ja. Ja. Bratensauce ist geil. Matteo redet nicht mit mir. Sorry, ich habe mich gerade unterhalten mit... den Leuten hier. Ich geh mal kurz aus der Lobby und komm gleich wieder rein, ja? Nein. Ja, wir reden gerade über Soßen, Dalo. Was ist deine liebste Soße? Boah, meine liebste Soße? Ja. Das ist, glaube ich, schwer. Ja. Wie schwer? Fand ich auch schwer, weil es gibt so viele verschiedene. Wann isst man denn so... Ja, und vor allem, wann isst du Soße allein? Nee, da gar nicht, oder? Ich würde nie Soße alleine essen. Genau. Ja, aber deswegen ist es so schwer zu sagen, was die beste ist. Es kommt echt auf den Kontext an. Ich mag zum Beispiel nicht so süße Soßen wie so Mango-Curry. Das ist nicht so mein... Das mag ich nicht so gerne. Curry ist schon geil. Ja, ich weiß nicht. Ich mag dann nicht dieses matschige Gemüse da drin. Ich finde so Bratensoße geil, so dunkle Bratensoße. Ja. Pilzsoße ist geil. Tomatensoße ist gut, aber ist jetzt nicht so nee. Top-Tier. Nee, stimmt schon. Ja, ist nicht Top-Tier. Ja. Boah, ja. So Lachs. Lachs-Sahnesoße ist geil. Schätzer Bolognese. Rotweinsoße. Mhm. Ja, ich sehe hier viele komische Sachen. Rahmsoße. Dill-Soße wird hier genannt. Ich finde Dill. Kann geil sein. Wir sagen wirklich, Leute, Tomatensauce ist Gott hier. Das ist aber Quatsch. Also ich finde, Tomatensauce ist richtig solide, aber nie top,
also top, also wenn ich jetzt, wenn mir einer sagen würde, sei geilste Soße, da wäre Tomatensoße nicht mal in der Top 10, glaube ich, drin. Obwohl, vielleicht doch scheiße. Metaxa wird oft gesagt. Ja, ist mir zu krass. Ich bin, und Hollandaise. Ja, Hollandaise war hier Spitzenreiter im Chat. Hollandaise war das krasseste. Honig Senf, ja, da bin ich dabei. Erdnusssoße. Ja. Schon, ne? Honig Senf ist schon hart. Nee, Honig Senf ist richtig geil. Also kommt halt drauf an, zu was, ne? Aber Honig Senf kann richtig gut sein. Was bei dir mit, hab ich gerade gelesen? Ah, Barbecue? Was mit Barbecue? Ja, Barbecue geht auch. Mhm. Hola. Ah, oh, schade, Lara ist weg. Hi, Lara, schade. Jetzt oh, lol. Müssen wir das Thema wieder wechseln. Ja, das ist unangenehm jetzt. Soll ich gehen? Ich merke schon, wollte mich dabei haben. Ja, vielleicht hat Lara einen Einwand. Sarah. Lara. Gerade Sarah. Du wolltest gerade Sarah sagen. Was? Ich hab gelistet, will ich darüber lustig machen? Warte mal, ja. ich hab's, wir können so diese Dosen stapeln hier. Lara, wir wollen jetzt wissen, was sind die besten Soßen? Ja, Cocktailsoße. Ja, fand die ich besten. Mal geil, aber konnte ich ja nicht mehr essen irgendwann. Okay, dann schieß mal los. Also was? Für was denn? Also kommt ja, das ist die Frage. So, aber wir... Also allgemein, welche ist deine Lieblingssoße? Mississippi Barbecue Soße. Mississippi Burger Soße und Mississippi Barbecue Sweet and Spicy. Ist das hier ein Product Placement gerade? Ich weiß es nicht. Und nein, ist es nicht. Also wirklich nicht. Und was ich mache zum Beispiel immer Burger selber und dann mache ich mir eine Burger Soße aus Mayonnaise, Sriracha Soße und Limette. Und das ist der Shit. Das ist richtig lecker. Klingt ganz geil. Cocktailsoße ist halt auch gut mit Garnelen. Ja, aber. Nee, kann ich nicht mehr so oft essen. Habe ich mich, glaube ich. Hallo! Hallo, Anni! Hallo! Was geht? Boah, das ist echt laut. So, Moment, ich muss kurz mein ja, musst du dann ja. In-game wieder einzeln drunter stellen, die Stimmen. Kann man das? Hier schon? Nee, ne? Nee, in-game dann. Im Game? Ja, mach ich gleich. Na, wie geht's dir? Sorry, dass ich so genervt habe mit meinen Sprachnachrichten. Okay. Sorry, Anni. Ja, das werde ich ihm nicht verzeihen. Oh Mann. Wird gezwungen, die zu machen. Ich mache nie Sprachnachrichten. Oh Anni Matteo schreit so lustig. Ist es großartig. Ja, ja, aber oh, süß. Nein, ich schreie gar nicht. Außer, die haben mich in einem Raum eingesperrt, zu dritt. Und ich war alleine drin. Haben wir nicht. Habt ihr wohl? Er hat mich einfach in dem Raum, hinten in der Ecke versteckt, als er gehandelt hat. Davor habt ihr mich in so einen Raum reingestopft und die Tür zugemacht. Also das sieht Anni zwar nicht, aber wir haben hier noch das Beweisfoto. Hier, Leon, was hast du dazu? Ich kann, wo sieht man das denn? Ah, doch, ich seh's. Du siehst das noch? Wer davon ist Matteo? Ist das nur ein Bild von Matteo? Nein, das sind deine Bilder. Nein, das sind deine letzten Bilder. Ja, das ist so. Aber hier, Matteo müsste das hier sehen unten rechts. Ich sehe das, ja. Oh mein Gott, Matteo, wie du da jetzt schon stehst, ey. Mit deinem Booty. Yeah. Kurze Frage, wollt ihr mich kurz in den Squad einladen? Ja. Ja. Also, Lara muss es machen, ne? Ja, da hat mich Leon genannt. So gestern hat er Leon Matteo auch schon genannt. Och, jetzt hört doch auf, das passiert mir viel. Ja, verstehe ich. Ja, tut mir leid. Ja. Ich finde, ihr seid euch auch unfassbar ähnlich. Du unfassbar ähnlich, ja. Ist im Prinzip dieselbe Person, ja. Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann, weil ich was mit Honor sympathischer finde. Was hat er gerade gesagt? Was ist los? Was er gesagt hat oder was ich gesagt habe? Ich habe mit Anni geredet. Ja, genau. Okay. Ich dachte wegen dem Tweet gestern, weil ich Bonjour Honor. Ja, das kann ich noch verstehen, weil das ist ja autocorrect, was er auffüllt, aber Dalu spricht ja selbst. Was hat Dalu gesagt? Er verwechselt mich was immer mit gesagt? Leon. War autocorrect im Ingame. Genau, im Gehirn. Ja, man kann diese Dosen aufheben. Ach, wie cool, was hat ihr denn hier gebaut? Mit dem Türmchen, Dosentürmchen. Mit dem Mini-Kli. Wie schafft ihr das denn? Versucht die untere wegzuziehen, ohne den Turm rumfallen zu lassen. Easy, warte. Mit E. Und oben wieder drauf. Herr Dalumann, ja? Sie vielleicht einmal kurz starten oder aussuchen. Ich will was aus. Boah! Das ist ja viel geiler als Basketball. Kannst du Profi?
Geht das? Ja, aber nur Asylum. Ja! Anni, bist du gut in... Oh nee, wirklich nicht. Warte mal, nein, gar nicht. Welches Level hast du denn? Ich müsste die Lobby leaven, Anni. 19. Lara, ich hab schon 6. Ja, okay, dann machen wir es halt. Komm, wir machen jetzt nochmal das Asylum da jetzt. Es gibt eh nur 6 Level. Könnt ihr noch Stuff hinzufügen? Boah, habt ihr den gesehen? Wir sonst sterben bestimmt. Das Lara, Level 115, ist wahrscheinlich am reichesten. Könnt ihr was hinzufügen? Ich will nicht sterben, weil dann verliere ich mich. Okay, pass auf, Matteo. Das ist belastend für mich. Du wirfst und ich zieh die untere weg, so auf Timing. Okay. Sag Bescheid, zähl runter. 3, 2, 1. Das war viel früher gekommen. Ja, wegen Delay. Ich hab gedacht, ich muss früher drücken. okay, na gut, lass mal hier reingehen. Hallo. Ich füge nochmal was hinzu. Was soll ich denn kaufen? Starke Taschenlampe, habt ihr Bock, oder? Ich hab alles reingetan, was ich hatte. Und eine Kopf. Haben wir Thermometer mehrere? Ja, 3 oder 2. Kann ich noch nicht kaufen. 3. Wie viel Geld hast du, Anni? Man hört alles doppelt, ja, dann müsst ihr den Squad-Stream halt nicht alle Sachen gleichzeitig laufen lassen. Okay. Super gut. Anni, wie viel Geld hast du? Mm. Du bist Level. Du bist erst Level 700, 19. Du hast 760. Auch viel gespielt, oder nee? Hast du nicht auch viel gespielt die Tage? Nö. Dreimal oder so insgesamt. Ach. Ich muss sagen, ich find's cool. Aber ich finde, es wird sehr schnell eintönig. Ja, ich verstehe nicht, wie du 115 können. Werden konntest. Ich habe gestern mit Divi gespielt, die ist 170. Ja, also und die hat nach Schlurox mir angefangen. Ist auch irgendwie 600 irgendwas oder so. What? Nee, der ist noch nicht so. Nein, der ist noch nicht so. Der ist irgendwas mit 200. Doch. Nee, das war nein, der kann krass auf Twitter das gesehen. Was? Hm. Really? Ich höre mich selbst bei dir an. War das nicht so? Mann, das macht. Also ich muss sagen. Du hörst dich selbst bei mir, safe? Das Werfen ist das Geilste in dem Game. Warte mal. Hallo Anni, ich höre mich selbst. Oh, ich höre mich wirklich selbst. Ich glaube, ich höre mich über deine Kopfhörer durchs Mikro. Komm, wir brauchen noch die letzten Dosen. Jungs, hört ihr euch auch doppelt bei mir? Nee, hallo. Ich höre dich ganz normal, Anni. Doch, warte mal. Matteo, sag mal. Lara, nimm mal ein paar Sanity-Pillen. Ich glaube, dir geht's nicht so gut. Ohne Scheiß. Jetzt Dalu, sag mal ganz laut was in Annis Ohr. Da, ich höre Dalu. Ja, doch, ich höre es. Mit wirklich. Ich höre es wirklich auch, ich glaub, aber verzögert. Weil die Kopfhörer nah am Mikro sind. Ja, das ist okay. Aber es ist nicht schlimm. Ja, mein Gott, ich habe In-Ears drin. Ich habe nicht mal laute Kopfhörer. Was ist mit euch? Und da platzte ihr Kopf. Komm, Matteo, wir haben Dosenwerfen vorbereitet. Bonjour, du musst noch. Mein Gott. Ich drück ready. Wo habt ihr denn die ganzen Dosen her? Sag mal, wo sind die denn weiß alle? Weiß ich nicht, wo Dado die her. Wo waren die denn alle? Sollen wir starten? Ja, let's go. Ja, jetzt können wir loslegen. Jetzt sag erst, wo die Dosen her hast. Okay. Dado, wo hast du die Dosen her? Die liegen wirklich einfach in dem Raum rum. Immer in 7er-Stacks oder so. So, okay. Ich klaue hier mal eine Taschenlampe, wenn die kommt. Ja, mach mal. Nimm schon mal auf. Guck mal, wie er das schon zu. Ja, ich bin halt. Ich musste eine Runde mit einer Kerze spielen, Dalu, weißt du noch, ne? Naja, Anni muss die Map halt noch laden, wir waren ja gerade schon hier. Ach so. Lonely, I'm besides lonely, I have nobody but my own. Lonely. Kann das jemand klippen für morgen oder so? Hey, Matteos Gesangsstimme ist echt gut. Danke. No. Oh, holy shit.
Eine der wichtigsten Sachen, die man in meinem Spiel machen muss. Da ist Annie. Hallo. Das ist Hausaufgaben machen. Ich würde auch mal ganz kurz mal im Chat erklären, das nervt euch nicht zu sehr. Wir gehen in die Gehäuse rein und versuchen den Geist zu finden. Eine der wichtigsten Sachen, die man macht, ist quasi zu bestimmen, um was für einen Geist es sich handelt. Wenn man hier das Buch aufdeckt, kann man quasi sehen, wie viel was es für Beweise gibt und was dann für ein Geist ist. Sagen wir haben jetzt EMF Ebene 5 gefunden, eine Geisterbox hat reagiert und Fingerabdrücke, dann ist es gar nichts. Den Geist gibt es nicht, scheiße. Aber ich zeige euch nochmal hier, zum Beispiel ein Dämon, da müsste man eine Geisterbox, ein Geisterbox. Und wir müssen die Tür aber erst aufmachen. Als Beweise finden, damit wir quasi, ja, wüssten, was für ein Geist das ist. Diese Beweise finden wir hier mit dem Thermometer, mit dem man die Temperatur messen kann, mit einer Fotokamera, mit einem EMF-Reader, der halt einen bestimmten Wert anzeigt, mit Videokameras, wo man Geisterkugeln drauf sehen könnte, Schwarzlicht, wo man Fingerabdrücke finden könnte und so weiter und so fort. Also hier gibt es echt einiges. Es gibt auch eine Geisterbox, wo man reingeht und der Geist dann antworten kann. Und wenn man quasi alle drei Beweise gefunden hat, dann weiß man, um was für ein Geist es sich handelt. Und dann gibt es noch so... Aber Matteo sollte auch zuhören. Zum Beispiel, was hier steht, fotografiere dreckige Geister mit einem Waschbecken oder... Ja, natürlich Ereignisse mit dem EMF-Reader finden und so weiter und so fort. Das ist also quasi, was wir machen wollen. Hier ist der Bildschirm, wo wir die Überwachungskameras sehen können. Und wir gehen jetzt rein. Noch eine Sache, wenn wir die Taschenlampe gleich anhaben und es anfängt zu flackern, werden wir alle gleich ganz still werden. Das liegt daran, dass sobald die Taschenlampen flackern, der Geist anfängt uns zu jagen und uns dann auch umbringen kann. Und deswegen versuchen wir dann quasi so leise wie möglich zu sein. Warte, ich habe eine Frage. Warum müssen wir still sein, wenn die flackert? Mir wurde gesagt, ich soll dann schreien und in den Schrank reingehen. Weiß, wo du bist. Ach so, ja, das habt ihr mir aber nicht gesagt. Den Namen sagen. Dreimal den Namen sagen. Sprechen. Dreimal den. Doch, habe ich, Matteo. Nein. Kurze Frage, was hat ihr alles dabei? Teilen uns in Teams auf oder so? Thermometer und Thermometer. Ich nehme noch ein Thermometer. Dann, wer kommt mit mir in ein Team? Dalu, kommen wir in ein Team? Okay. Dann gehe ich mit dir. Message angekommen. Dalu, wir gehen zusammen. Dann hast du Matteo. Okay. Oh nein, ich bin nicht Matteo. Matteo ist lost. Ich bin nicht lost. Ja, Lara, aber du bist ja mit 150, das passt. Ich habe Thermometer dabei. Was kann ich noch mitnehmen? Also ich habe EMF und Buch. Matteo, was hast du? Das kann ich vielleicht Kamera und ein Radio. Eine Kamera mitnehmen. Dann können wir direkt aufstellen, falls wir was finden. Okay. Hat einer von euch UV? Einer sollte noch UV mitnehmen oder so? Vielleicht? Ich könnte UV statt dem Radio oder der Kamera mitnehmen. Ja, dann. Nee, Radio brauchst du. Mach die Kamera weg und nimm mal UV vielleicht mit. Nee, nimm die Fotokamera mit, falls irgendwo was ist. Knochen oder so, das findet ihr nie okay. wieder. Ja, aber Matteo hat eh keine Fotos mehr drauf. Knochen. Doch, ich hab die ausgetauscht. Hast du die Fotos alle schon aufgebraucht, Matteo? Nein, würde ich nie machen. Matteo hat schon Bilder geschossen. Ich hab fünf. Soll ich beweisen? Nimm UV mit über. Nein. Oh mein Gott. Aber egal. Also, der Geist heißt Joseph Miller. Scheint auf Gruppen zu antworten. Wir brauchen einmal Thermometer, EMF und Foto vom Waschbecken. Okay, nimm den Fotoapparat. Ja, Fotoapparat habe ich dabei. Thermometer habt ihr dabei. Joseph Miller. Ja, wir spielen geht ihr rechts Profi, oder links? Ne? Ja, da kann uns direkt ran. Wir können rechts gehen, wir können runtergehen. Gut, dann gehen oder gucken wir erst oben. Wir gehen jetzt mal links und gucken mal, was hier abgeht. Okay, Lara, du bist unser Thermometer. Ich bin unser Thermometer. Also, Thermometer schlägt gib immer aus. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Zeichen. Ja, Matteo. Zeichen. Matteo. Ich höre Dalu, wie er irgendwas erzählt. Okay. Ja. Gib uns ein Zeichen. Ah, ich habe meine Kopfkamera vergessen. Ist das schlimm? Ist egal. Okay. Wir können das mal oben. Wir gehen erstmal oben rechts. Okay, hier ist nichts. Ich höre hier was tropfen oder so. Gib uns. Oh. Echt jetzt? Ich glaube, es hat was. Das ist die Uhr, glaube ich, die tickt. Das sind tickende Uhren. Du hast recht. Wo auch immer die Uhren hängen sollen. Das ist schon ein bisschen weird. Da hinten blinkt ein rotes Licht. Jemand hier? Hallo? Gib uns ein Zeichen. Hallo? Wie hieß der nochmal? Joseph Miller? Oder John Miller? Ne, wie hieß der? Joseph Miller, oder? Wie hieß der Joseph? Joseph Miller. Ist das Profi? Ja, wir spielen auf Profi, das heißt, wir sollten es nicht zu oft. Der Geist hasst es übrigens, wenn man singt. Das ist eine natürliche
Was? Der Geist hasst es, wenn man singt. Die Hand nehme. Gut, dann werde ich nicht singen. Bist du hier? Joseph. Joseph Miller. Wo sind Sie? Wir sind aber noch nicht im Keller, ne? Wir sind noch in der ersten Etage, oder? Joseph Miller, wo bist du? Joseph Miller. Oh, das hat gerade voll Gehalt. Warst du das? Ja. Ich habe gesagt, Joseph Miller. Halt das? Joseph, ja, es hat gerade... Was? Hier bei uns oben rechts. Ja, ist hier. Matteo. Wo weißt du das? Oben ist gerade rechts. Ich glaube, Lara lügt, das stimmt nicht. Ja, also obere Erdgeschoss halt. Rechte Seite. Oh, jetzt nicht mehr. Seht mal ohne Funk. Hallo, hallo, hier. Hallo. Hier vorne. Wie viel Temperatur ist denn hier? 4. 4, okay. 1. Hallo. Hallo, hörst du uns? Komm vorbei. Ich laufe euch mal entgegen. Hallo. Er steht vor deiner Tür. Das ist so scary einfach. 6. Ich weiß nicht mehr den Text. Es ist wirklich so, Lara ist viel schlimmer 8. als. Matteo hat sich in die Hose genommen. 9, 10. Ich werde jetzt einfach gehen. Wo ist der Raum? Am Ende des Gangs, immer geradeaus. Man ist gar nicht schneller in der Hocke mit Alucard. Doch. Nein, ich bin gleich schnell mit Matteo. Vielleicht wird das im Beta-Kleid gepatcht. Mein Gott. Warum leuchtet ihr alle? Für mehr Speed, oder? Ja, warum seid ihr von dem... Alter, Matteo, du siehst aus. Was, wie sehe ich aus? Ich dachte, am Ende des Gangs. Joseph Miller. Wir sind da, zeige dich. Ich hab mein Freundesbuch mitgebracht. Joseph. Zeige dich, solltest du nicht sagen, der kommt dann immer raus eigentlich. Also. Schreib in das Freundesbuch. Was habt ihr hier gesehen? Gar nichts, war nur kalt bisher. Ah ja, ich hab hier EMF. Mhm. Ist unglaublich stark. 5 oder was? Nee, 2. Okay. So, ja. Aufgestellt. Ja, wir haben 2 Kameras. Joseph Miller. Schreib in das Buch. Ist hier kalt drin? Nee, ne? 5 Grad. 4 Grad, ja. Oh, er hat das Buch geschrieben. Matteo? Oh, nice. Ja, ich komme. Matteo? Ich komme. Was machst du da? Ich komme. Ach, du hast auch ein Fotograf? Nee. 811, was will er uns sagen? Vielleicht der Porsche-Fan. Ah, ne, ist falsch. Matteo, geh mal nah ran mit dem Fotoapparat, Matteo. Ja, soll ich ein Foto machen? Matteo, aber versuch ja, diesmal in das Buch zu fotografieren. Okay, versuch nicht einen Arm dazu. Mann, Dalu, das ist wieder. Okay, Foto wurde gemacht. Ja, wer hat so gelacht? Ach so. Ich hab's nicht gehört. Hat's gezählt, tatsächlich. Oh mein Gott, etwas umgeschmissen? Hat's gezählt? Ich mach mal die Geisterbox kurz an. Müsst ihr dafür rausgehen? Nee. Nö, der andere ist noch leider ist immer nur 3 bis dato. 3 Grad. Ja, aber 3 ist auch schon eigentlich nur. Joseph Miller. Ja, gut, antworte mir. Ist das wirklich sein Name? Ich glaube. Ja. Hast du Porsche? Ja. Porsche? Joseph. Er hat geantwortet. Er hat. Ja, dann rede mit ihm jetzt. Ja, hallo, hallo. Mit ihm. Oh, scheiße. Herr Müller? Matteo. Scheiße. Top Speed. Matteo ist wieder tot, oder? Matteo. Oh, scheiße. Der kommt halt auch nicht hinterher, ne? Ich, Mann. Mein Gott. Hast du ein Foto vom Geist gemacht? Nein. Ich hab mir in die Hose gemacht. Gib mir mal die Kamera. Matteo, gib mir mal den Apparat, bitte. Nein, ich mach das. Ich bin Apparatbeauftragter. Alter. Apparat. Habt ihr ihn gesehen? Ja, ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn auch gesehen. Er hat mich berührt. Oh, boah, ey, spooky. Oh mein Gott.
Er hat in mein Ohr gerülpst. Joseph Miller. Sein Bett ist rechts übrigens. Da, Mann! Nee, ich geh wieder raus, kein Bock mehr. Dann ich hab nur gesagt, wie er es gemacht hat. Okay, also wir haben Spirit Box und Buch. Also wenn wir jetzt über die Kameras gucken und vielleicht noch die Ghost Box sehen. Ja, wie kommen wir denn hier raus? Voll. Warte mal kurz. Warte mal, seid ihr Geister? Joseph Miller. Folge die Dalu. Matteo, wir bleiben hier. Okay. Matteo? Was? Matteo? Ja, ich bin hier. Wir bleiben hier. Okay, komm. Wir holen noch ein bisschen Karten. Bis gleich. Okay, bis gleich. Box und Buch, ne? Noch mitnehmen. Fingerprints vielleicht. Spirit Dämon oder Oni? Oni wäre... Sind da Fingerprints bei? Oni wäre EMF. Warte mal, Dalu, lass das EMF hier. Dalu? Das liegt schon da, hab ich schon. Okay, perfekt. Also EMF haben wir noch nicht bestätigt, ne? Matteo, komm mal hier bitte mit rein. Ja, warte ganz kurz, Geisterbox. Wir sehen nicht, wenn er huntet. Ganz kurz, Finger ab. Was haben wir denn? Ja, wir müssen aber leider einmal Anstellung bieten. Nein, wir haben Box und Buch. Ich komm. Box und Buch. Okay. Ich hab hier was gehört. Tür zu? Ja, Matteo, wir reden. Das war im Nebenraum. Matteo, du hörst uns. Dalu, ich höre euch, okay? Uni ist EMF. Entwarnung. Dämon wären Gefriertemperaturen. Was war das andere? Spirit. Und Spirit, also wir brauchen Gefriertemperaturen. Ja, wir haben Dämon. EMF. Oder Fingerabdrücke, Leute. Ihr braucht nicht in den Van gehen. Oder haben wir UV? Kann jemand UV mitbringen? Ja, wir haben es doch schon, dachte ich. Ja, aber jetzt sind wir schon fast am Van. Jetzt will ich schon gerne reingucken. Ja, aber bring mal UV-Licht mit, weil Kugeln können es nicht sein. Es ist EMF oder Fingerabdrücke oder... Er ist hier drin, Lara, oder? Nein, er ist... So. Was ist denn das für ein Geräusch? Oder Gefriertemperaturen. Das ist EMF im Nebenraum. Nee, das ist zum Knacken. Hier gucken jetzt. Ich glaube, das war wie deine Leiche. John Miller. Holy shit, was ist das? Warte mal kurz, sag den Namen nicht. John Miller. Warte mal kurz, was ist das? Er jagt mich! Er jagt mich! Mach die Chat hier ab! Okay, Mann! Ich hätte mir gerade fast in die Hose gepisst. Er war, glaube ich, wirklich hinter mir direkt. Lara, lebst du noch? Lara? Juhu! Lara, bitte komm. Hallo? Matteo, mein Spiel ist abgestürzt. Was? Ich bin nicht im Discord. Oh nein. Ich spreche im Discord zu dir, hallo. Oh, okay. Du bist ganz allein. Ich höre sie im Discord. Der Geist war direkt hinter uns. Kannst du nachjoinen? Lara? Hört Lara mich nicht? Hallo? Lara? Matteo, hörst du mich im Discord? Warum? Ich höre Antworte Lara. Antworte mal im Discord, wenn du mich hörst. Hallo? Warte, ich muss raustappen kurz. Warum hört sie mich nicht? Achso, weil ich hier gemutet bin. Hallo, Lara. Hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Mein Spiel ist abgestürzt. Bin ich tot? Ich gehe mal gucken, ob du tot bist, Lara, aber ich... Ich bin wahrscheinlich eh raus jetzt. Der ist Geist bei mir, ich muss kurz raus. Okay. Nee.
Okay, Leon, fuck you, ich hab dich gesehen. Leon will mich erschrecken. Ich hab dich gesehen, Leon, komm einfach raus. Komm einfach raus, ich hab dich gesehen. Leon, ich hab dich gesehen, du kannst rauskommen, du Mieser. Matteo, alles klar bei dir? Hört ihr mich noch? Ja, der Geist war gerade vor meiner Tür und dann kam er nochmal. Ich muss jetzt einfach hier weg. Wir kommen jetzt und holen dich. Nice. Cool, bis gleich. Leon, komm raus. Leon, ich hab dich gesehen. Du bist da unten langgeschlichen. Ich hab dich genau gesehen. Scheiße, Mann. Ich höre einen Step. Er jagt mich. Er ist bei mir. Er war wirklich gerade vor mir. Ich kann nicht abhauen. Er hat die Tür gekämmt. Er kämmt die Tür. Ich kann nicht raus. Roger, over. Könnt ihr kurz rein? Theo wird diese Nachricht nicht vorlesen. Oh, er ist vor mir. Er kommt rein. Mann, ey. Leon, komm raus jetzt! Ja, hi Leon. Mann, Drecksau, ey. Tut mir leid, Matteo, für dich. Aber schrei nicht rum, wenn du gehandelt bist. Ach so, ich darf nicht rumschreien, scheiße. Hallo. Wir müssen Matteos Leiche fotografieren. Ja, macht mal ein Foto von mir. Da ist nicht viel mit der Versicherung zu holen. Wo könnte Matteo sich verstecken? Wir suchen jetzt Matteo. Warum ist der Raum zu? Nee. Moment, aber das war hier irgendwo, ne? Also hier wahrscheinlich ja, wenn er sich auch nicht versteckt. Och Mann, ich war im Bett getrappt. Ja, guck mal, wie soll ich da rauskommen, wenn er die Tür halt kämmt? Ja, warte, zeig mal drauf, ich fotografiere die. Ja, hier unten an der Tür. Ich war da hinten hinter dem Bett und er war an der Tür. Was soll ich machen? Er hat Lara gejagt und nicht die Tür. Die Lara war doch gar nicht mehr im Spiel. Er steppt die ganze Zeit, also er wird vielleicht nochmal angreifen. Lass uns mal in den Nebenraum gehen. Noch ist er in Ordnung. Er ist aber ziemlich schnell gewesen. Hm. Obwohl Matteo wieder nicht weggelaufen ist. Ich bin weggelaufen, das erste Mal. Ja, das macht er immer. Ah, ja. Aber ich finde, das Asylum finde ich eigentlich ganz cool. Ich würde es aber irgendwie besser finden, wenn es halt nicht so wäre. Du darfst nicht reden, wenn der huntet und hättest nur die Tür schließen müssen, als aus dem Raus. Also, wir hatten gestern eine richtig schwere Asylum-Runde, aber ich glaube, die war verbuggt. Ah. Also in allen Räumen was war, aber als er mich das erste Mal gehuntet hat, da war ich auch nicht leise, oder? Wir haben eine Etage im Flur und wir haben den dritten Beweis aber nicht gekriegt. Er muss den Sichtkontakt verlieren, wenn du. Okay, ja, ich darf nicht reden. Manchmal triggert der irgendwie erst nach 30 Minuten oder so. Also gerade so Spirit Box und so macht er super spät. Deswegen hat er lange gehuntet. Der heute No Death Run macht. Oh. Wie oft ist er schon gestorben? Einmal jetzt? Nee, zweimal in der Runde davor auch schon. Mann, warum lästern die immer, wenn ich tot bin? Ich höre euch. Oh, warum geht er denn nicht raus aus dem Raum? Naja. Ich war raus. Ich weiß das noch nicht. Wir brauchen noch das Foto vom dreckigen Waschbecken, aber. Ah. Oh Mann, ey. Ich hab mir Mühe gegeben, aber dann. Der Geist war einfach. Camper, ein Camper. Aber das Blöde bei dem Waschbecken ist, das könnte auch unten sein.
Also das könnte auch in der anderen Etage passieren. Ja, es kann auch nirgendwo sein. Und dann muss man den Geist irgendwie in den Raum reinlocken mit dem Wasser und dann hoffen, dass es anmacht. Ja, wir hauen ab, oder? Was hatten wir denn? Jetzt auffüllen, ne? Ja, warte, was hatten wir denn? Geisterbuch, Box und Fingerabdrücke. Du musst in einem anderen Raum sein und Tür zu. Genau, so habe ich ja beim ersten Mal gemacht, aber beim zweiten Mal... Hey, Mario, du bist tot. Fingerabdrücke noch. Fingerabdrücke, Box und Buch. Es ist ein Spirit. Trag das mal ins Buch ein. Fingerabdrücke, Box und Buch. Geil. Nice. Dadurch war noch ein Foto von dir. Spirit. Mach mal eine coole Pose. Got it. Fürs Familienalbum. Ja. Geil. Hammer gut. War das? Hammer gut, ja. Gut. Hammer gut. Moment, ein warum? Was ich noch was ist, verbunden. Was ist da? Warum ist auf dem Foto nur meine Hand? Bin ich tot? Auf dem Foto bin ich nicht drauf. Ich nicht, bei mir fliegt nur meine Hand. Alles und eingetragen, Matthäus, ja? Wie kann ich eine Maus bewegen? Kann ich gar nicht, ja, die fahren jetzt. Ich hab den Geist ausgewählt, Chat. Hier, Spirit. Hab ich. Okay. Welcome back. There's some jobs ready for you. Ja, ja, $240. Boah, same. Hey, Matteo. Na, wie geht's euch? Also, ich kann's euch noch... Warum versteckst du dich denn im Raum, wo der Geist ist? Also, ich kann's noch mal erklären, ja? Ich war in Electrical. Ich bin vor dem weggerannt und der war wirklich genau hinter mir. Der hat mich über den Gang gechased. Dann bin ich in einen anderen Raum rein, hab die Tür zugemacht, dann war er weg. Dann wollte ich aber gucken, ob er noch im Anfangsraum drin war, bin zurückgegangen. Dann ist Lara hier rausgeleckt. Und dann war ich in seinem Raum, wo wir den am Anfang gesehen haben, und er stand einfach in der Tür. Und ich konnte nicht aus dem Raum raus. Und dann habe ich geschrien wie ein Blöder und dann hat er mich getötet. Ja, kann man nichts machen. Aber ist natürlich auch, also wenn das Lara dich auch alleine gelassen hat, war auch... Ja, das war im Prinzip mein Todesurteil. Ja, das war aber auch meine letzte Runde. War sehr witzig. Vielen Dank, dass ich mitspielen durfte. Oh, Moment, ich habe das Spiel gemutet. Moment. Hallo, hört ihr mich? Hallo, jetzt hören wir dich wieder. Hallo. Ah, perfekt. Oh Mann, mein Game ist gecrashed, weil mein blödes Internet wieder ausgesetzt ist. Ja, ich bin dann... Und das war gerade so spannend, weil... Weil wir haben irgendwie so einen komischen Sound gehört, ne, Matteo, im Raum. Genau, und dann kam... Das klang, als ob ein Tennisball immer gegen die Wand schlagen würde. Ja, genau, so ähnlich. Und dann, ist Lara vor mir weggelaufen, hat mir die Tür vor der Nase zugemacht und ich war mit ihm alleine. Hab ich nicht. Du hättest doch einfach... Na, du warst 10 Meter hinter mir. 10 Meter? Und dann weiß ich nicht, ob du jetzt... Ich konnte dich genau sehen. Wir hätten doch reinkommen können in den Raum. Das Ding ist, du meinst, ja, mach auf. Und dann wollte ich die Tür aufmachen, aber dann bist du schon weitergelaufen. Ich sag, mach auf, du hast sie zugehalten. Und dann... Hab ich nicht, ich hab sie nicht zugehalten. Du hast sie zugehalten. Ich hab sie wirklich nicht zugehalten. Guck in meinen Stream, ich hab sie wirklich nicht zugehalten. Na gut. Dann. Ich stand in der Mitte des Raumes. Ich war. Nein, also ich troll dich da wirklich nicht. Ohne Scheiß. Aber das erste Mal hab ich es auch überlebt. Sowas mache ich nicht. Ich bin dann nachher erst gestorben, als ich dann wieder alleine war. Ach lol. Weil das Ding ist, der kam zu mir in den Raum und der hat so. gemacht, aber ganz andere Geräusche. Also ich dachte erst, du triffst das und du trollst mich. Das war weil ich auch, ja. Der hat so neue Röps, der hat neue. Warst du wirklich? Nein. Also, aus mir. Die Geister haben jetzt in der Beta neue Röps-Sounds. Also, warte mal, ich habe einmal wirklich geröpst, aber das war, als ich in dem anderen Raum war und Angst hatte. Das ist no joke jetzt. Oh mein Gott, ey. Also, das könnte wirklich sein, dass ich das war, aber keine Ahnung. Matteo röpst ins Mikro. Also boah, der Geist macht neue Geräusche. Neue Beta-Sounds. Ja. Machst du noch eine Runde mit? Oh, nee, ich bin jetzt raus. Matteo, eine noch. Ich mach auch noch eine. Come on. Nee, das komm Ding schon. Ist, Leon eine ist jetzt schon noch, hier. Nee, ich kann nicht. Matteo, nee, das Asi, eine noch. Das Asi, nee, Leon ist schon hier. Matteo, eine noch. Matteo, komm schon, eine noch. Komm schon, Matteo, eine noch. Nein, das Asi. Wenn er Angst hat. Das habe ich heute gelernt. Ich kann wirklich nicht. Es tut mir leid. Matteo, komm schon, eine noch. Eine noch, komm schon. Ich krieg schlechtes Gewissen. Also ich höre euch zwar nicht, aber ich erlaube doch eine Runde. Leon sagt, er erlaubt doch noch eine Runde. Leon, wo bist du denn gerade? Hä? Wo kommt das denn her? Warum? Wie kann Leon so aus dem Geisterreich? Der böse Dämon. Warum ist ein Mikro? Ja. Ein Mikroquali besser von dir? Ich weiß nicht. Ich kann da nicht reinreden, verstehst du? Ich glaube, es liegt an meiner Stimme, die ist einfach low quality. Weil du low quality bist. Okay, danke, Lara. Tritt noch ein bisschen rein. Nein, das war ein Scherz. Das war. Ist okay. Ist okay. Nein. Ich hab dich lieb, Matteo. Wer hat denn die Lobby? Annie, ja. Oh, ja.
Annie kann aussuchen. Vielleicht ein Street House oder so. Ich kaufe starke Taschenlampen, ja. Kleines vielleicht. Ja. Mit einem Farmhaus für Profi. Farmhaus Anfänger, Street House Anfänger, Asylum Anfänger und Roadhouse fortgeschritten. Irgendwas Profi machen wir doch einfach nochmal das Farmhaus. Ja, dann Farmhaus. Ja. Das Profi Farmhaus, ja? Let's go. Ja. So. Fügt ihr noch den Stuff hinzu, den ihr habt? Ich habe nur Taschenlampen stark jetzt aufgefüllt. Mehr habe ich leider nicht, weil ich Low Level bin. Also ich kann aber echt so Horrorspiele kann ich einfach nicht lang. Das stresst mich wirklich. Also weil ich bin ein bisschen schrecklich. Aber komm, das war doch heute sehr lustig. Ja, also lustig auf jeden Fall. Nur wenn also ich habe viel gelacht. Ja, das Problem ist, wenn man so langsam weglaufen kann, das ist irgendwie nicht so schön. Du kannst schon Shift drücken zum Rennen, ne? Ja, da ist man ungefähr 1 Millimeter schneller als. Das macht schon einen Unterschied am Ende des Tages. Ja. Ich dachte auch, das wäre nichts, aber es macht schon einen Unterschied. Okay, ich bin ready. Wenn ich jetzt aber sterbe, dann verabschiede ich mich schon mal von euch, weil dann muss Leon nicht bis zum Ende warten, okay? Ist das okay für euch? Alles ich versuche aber nicht zu sterben. Ich versuche nicht zu sterben. War schön mit euch. Tschüss. Okay, ich bin drin als Erster. Wir haben die krassesten PCs, schaut mal hier. Wir haben die krassesten PCs, dann Lara. Vielleicht sogar länger, ich weiß gar nicht. Ich bin auch drin. Dann Anni und dann Dadi. Schwein. Oh, wir haben ein Foto vom Geist, Leute. Oh, und diese Scheiße mit dem Kruzifix. Lass uns mal echt versuchen, alle optionalen Ziele zu machen. Ja, aber Kruzifix ist halt nicht, Lara. Anni, wir haben gestern $250 Cash bekommen. Nee, Kruzifix. Ja, es hat bei mir aber letztens funktioniert. Warst du nicht sogar dabei? Also, wir haben gerade 240 bekommen, Lara. Letzten Runde. Ja, ich war nicht dabei. Toll. Und wir haben euren Anteil auch genommen. War richtig gut, Lara. Was ist denn diese komische Satellitenschüssel? Thomas Williams, antworte nur alleine. Matteo, nimmst du die Box? Super unnötig für Sound. Matteo, nimmst du die Box? Ich hab die Box und ich hab eine Taschenlampe. Okay. Und. Ich hab Videokamera und Thermometer. Ah, die ich habe Fingerabdrücke und. Was kann ich noch nehmen? EMF habt ihr beide? Thomas Williams. Ich hab EMF. Ich hab kein EMF. Dann nehme ich. Ich hab jemand, EMF und jemand hat seine Headlampe ach, nicht. Seine. Nee. Dalu? Nee. Dani? Nee, ist Anni. Anni. Komm, Matteo, wir gehen zusammen. Yo, let's go. Anni, nimmst du noch dieses Headband? Ja. Boah, deine Stimme hat gerade so richtig geglitscht. Also es könnte sein, dass es wirklich ein Rülpser von mir war, weil ich hab halt vor Angst gerülpst, als ich weggerannt bin. Nein, das war so ein so ein Geräusch war das. Also das war schon das Gruselige. Na gut. So. Ja, wir gehen hoch. Hallo, komm, wir gehen direkt hoch. Ja, wir gehen hoch. Also, ihr geht hoch. Was denn jetzt? Ich bin wie heißt der mal? Steve? Ist er hier oben? Steve irgendwas? Ja. 9 Grad. Wie hieß er nochmal, Leute? Steve Tyler? Thomas Williams. Thomas Williams. Das ist Leon. Oh, du bist. Das war Leon. Das war Leon, Leute. Oh, er trollt. Leon, stop it. Wisst ihr, was voll assi war? Als ich eingesperrt war, Gott. Als er allein im Raum eingesperrt war. Der Geist ist hier oben oder doch nicht? Aber das ist ein Fake-Call? Warte mal, er ist hier im Gang, glaube ich. Nein, hier sind 9 Grad. 8 Grad? Ja, hier, Fenster ist offen, Lara, es sieht nur. Nein, der ist. Oh! 7 Grad, er ist hier im Gang. Wasser? Er ist hier im Gang. Im Gang, okay. Wie ist Wasser angegangen? Ja, Wasser ist an. Hier links. Ich hab den Fotoapparat, ich mach ein Foto. Vom Waschbecken? Ja, braunes. Sicher, dass das dann nicht der Raum ist? Ist fotografiert. Nee, hier ist es auch ein bisschen was. Auch sein, aber ich glaube, es ist hier. Ich hab einen Step gehört, der ist hier. Ich mach mal Geisterbox. Schreib in das Buch. Was war das? Hast du da was geworfen, Dalu? Antworte mir. Ich hab hier drei Sachen. Ich bin. Hat er die Axt hier gerade? Nee. Thomas Williams. Alter, Lara, chill. Dürfen den Namen nicht sagen? Matteo, er ist nicht hier drin. Es ist nicht Geisterbox. Es ist nicht Geisterbox. Matteo, komm mit. Matteo! Ja? Du, er ist hier im Gang. Stell dich mal dahin, wo das Buch ist. Und wer war der Ball? Wir gehen hier ins.
Zadok hat Mund, glaube ich. Hallo? Zadok, komm mal rein. Zeige dich. Nichts erkannt wieder. Mach nochmal. Wirf nochmal durch. Redet. Hallo? Oh! Nee, das war Leon, oder? War das Leon? Alter. Ihr seid das, Mann. Ey. Ey, Mann, warum mache ich nochmal eine Runde mit? Ich will nicht mehr nach Hause, ey. Ja, komm, ich geh. Ey, leck mich alle am Arsch. Ach Gott, ey. Ich bin raus. Entschuldigung, ich hab's. Aber nee, Matthias und ich, wir checken den Van mal. Ja, ja, guck mal, Van. Ich glaube, Reifendruck checken. Mal Hinterreifen ist, glaube ich. Genau. Reifendruck checken. Tank mal auffüllen. Da, du kannst rollen und ich bin angeschrien, oder was? Hä, das war eindeutig Lara. Nee, beim zweiten Mal ja, aber du hast es davor. Hey, das war Leon. Ja, ein Foto was haben wir schon. Ja, erst war's Leon, dann warst du. Wir haben Orbs. Und dann war ich. Darf ich mir aufmerksam bitten, wir haben Orbs. Okay, Orbs und, warte mal. Ich stell schon mal ein. Also, Geister-Orbs sind eingestellt. Was haben wir? War EMF auf 5? Nein, EMF war noch gar nicht. Ah, noch gar nicht. Das ist kacke. Geisterbox auch das noch. Das war da beim Mal davor. Fotoapparat hattest du? Ja, hab ich dabei. Ja, ne? Ja, nein, du bist doof. Okay. Dalu ist sus. Ich leg mal die Geisterbox weg und ich nehme mal jetzt die Taschen. Ah, ne, die Fingerabdruck-Dings hat Dalu jetzt genommen, ne? Sehr gut. Fingerabdruck habe ich auch noch dabei, da können wir ein bisschen suchen. Okay, dann lass Kann Ryan. Noch jemand ein zweites Kruzifix mitnehmen? Ja, gerne. Wollen wir noch ein zweites Kruzifix nehmen? Was ist das? Boah, der Geist ist dran. Der Geist klingelt gerade, ich muss mal kurz. Lara bekommt jeden Abend Essen geliefert. Hä? Um 0 Uhr. Echt? Das war gestern schon so. Stimmt. Ja. Stimmt. Das ist Dalu oder Leon? Nein. Dann ist Leon. Ich weiß nicht, wer hier gerade die Krankheit vorspielt, aber ich kann nicht mehr. Schreib in das Buch. Sollen wir das Buch vielleicht nochmal woanders reinlegen, oder? Vielleicht, also, ich würde das Buch, glaube ich... Oh. Moment, EMF war ganz EMF war das grad? Könnte wirklich in dem Zimmer sein. Das ist hier, das ist im Bad. Ja, ja, ja. Bring mal ja. das Buch ins Bad. Ich. Kann es auch eben. Hat jemand noch einen Platz frei fürs Buch? Ich leider nicht. Ich Fuhl. Nicht, aber ich werfe eben was hin. Ja. Orbs hattest du eh schon, ne? Ja, Orbs hatten wir. Genau. Gib uns ein Zeichen. Schreib in das Buch. Ja, warte, ich hab das noch nicht. Buch ist noch nicht drin. Jetzt. Kannst du sie einfach anmachen und auf den Boden legen, ne? Ah, stimmt, ja. Wir könnten das Ouija-Board noch suchen für Matteo, dass er sich das mal anschaut. Was ist das? Oh, gute Idee. Lass mal auf den Dachboden gehen. Soll ich mitkommen oder soll ich hier alleine warten? Ja, lass. Du kannst suchen. Doch gern also, mitkommen. Mir helfen. Okay, ich komm mit. Bringt dir das. Oder bringt dir das mit, das Board? Wenn wir es finden. Ach so, das wenn ist. Wenn wir es finden, dann ja. Verstehe. Ich geh nochmal kurz in den Raum gucken. Wo ist eigentlich Lara? Lara? Ach so, sie ist ja. Mach mal Tür zu. Gibt es immer ein Ouija-Board irgendwo? Ja. Zeige dich, Geist. Gib mir ein Zeichen. Ich habe ein Fotoapparat. Ich würde gerne ein Foto machen von dir. Lass mich mal ein Foto machen, komm. Ich bin wieder da. Ist alles okay? Ja, alles super. Wir sind oben im Haus. Wir suchen das Ouija-Board. Was habt ihr jetzt eine Beweise oder wie? Nee, nee, noch nicht. Hallo? Ja, ich hab ihn ja. Geist. Ihr solltet gleich mal Pillen nehmen, Dalu, du bist schon bei 28 oder 100, alles gleich. Schreibe in das Buch. Ich komm rein, ich bringe mal ein Kruzifix. Hier ist gar nichts. Oh, warte. Wo ist das Radio? Ich höre das Radio bei mir. Ich glaube bei mir im Nebenraum, erster Stock. Ich glaube hier ist nichts.
dran. Warte, Matteo. Oh. Hast du das Licht hier angemacht? Scheiße, hab ich mich gerade erschreckt. Was ist denn? Ja, ich dachte, du wärst der Geist. Warum ist denn... nein. Warte mal, Leute, der ist doch hier im Flur. Lass uns nach unten gucken, da waren wir fast nein, gar nicht. Nein, wir sind uns mittlerweile, glaube ich, sicher, dass er in dem Raum da ist, Lara. Naja, aber hier waren doch die Orbs, genau hier. Guck mal, Dalo, hier sind die Orbs. Dann ist der hier. Aber oh. Das hier, EMF 5. In fünf? Dem Raum, Lara. In dem Raum. Ja, dann... Oder EMF mal einstellen. Warum sind die Orbs dann draußen? Ja, nice. Habt ihr schon Fingerabdrücke gefunden? Es geht los. Oh. Der ist da! Oh, vor dir, Ami! Mist, der hat einen von uns. Ich denke schon. Matteo? Hallo? Oh, Alter. War er bei uns im Raum oder was war das? Das habe ich auch gedacht. Es geht wieder los. Scheiße. Nimm mich mit noch. Scheiße. Nur kurz? Okay. Er ist über das Crucifix gelaufen. Leute, das ist Buch oder Box oder... Hier liegt ein Knochen. Hier ist ein Knochen. Boah, ich war gerade einfach... Ich stand gerade vor der Ausgangstür und ich hab sie nicht mehr aufbekommen, weil er gehandelt hat. Zum Glück ist er über das Kruzifix gelaufen, sonst wäre ich Also, wo habt ihr ihn zuletzt gesehen jetzt, Anni? Über dein Kruzifix oder über welches? Oben. Kruzifix hat nicht funktioniert, die Aufgabe steht immer... Oh mein Gott. Okay. Oh, er handelt wieder. Könnt ihr die Tür bitte? Warum macht ihr die Tür zu? Warum macht ihr die fucking Tür zu? Oh mein Gott. Warum macht ihr die fucking. Die ist abgeschlossen! Matteo, lauf irgendwo in den Raum und mach die Tür zu. Lara, ich rate dir nicht zu nah an die Tür zu gehen. Der greift durch die Wand an. Okay. Also der kann mit Matteo zu. Matteo, du schaffst das. Oh mein Gott. Mann, die hat mich schon wieder verkauft! Die haben mich schon wieder verkauft, Mann! Die haben mich eingeschlossen im Scheißgeist! Ich höre Matteo! Leute, ich höre Matteo unter der Erde! Ich hab Matteo gerade gehört, oh, Mann, Alter, ist der fucking aggressiv, Mann, der steppt halt krass. Ich sehe, wie der Geist einfach auf ihn zugelaufen ist in der Kopfkamera. Oh, ey, wir wurden gerade geraidet, oder? Erstmal halt Calciol, 5 Euro dagelassen und sagt, Wip oder Rip, Matteo will diese Nachricht nicht vorlesen. Das habe ich gewonnen. Und Bucket FAQ, René hat uns 86 Leuten geraidet. Vielen, vielen Dank für den Raid. Buch, Box oder Temperatur? Vielen Dank für den Raid. Mann, ey. Schließen nämlich in dem scheiß Raum wieder ein, ey. Das Blöde ist, ich kann sie nicht nutzen. Machen. So, okay, aber... Wieso kannst du sie nicht nutzen? Er hört mich, also der Geist hört mich wirklich einfach manchmal nicht. Mein Mikro funktioniert oft. So, okay, ich werde jetzt aber mich ausklinken, damit Leon weiter streamen kann. Wir haben schon 10 Minuten überzogen. Im Badezimmer war das, ne? Okay, ich mach mal ganz kurz hier... Glauben wir. Double Mute. Also ich höre den noch in-game, ne? Warte, ich mach mal hier Cam groß. So,
Ey, mich stresst einfach Horror. Also es ist schon witzig auch, aber ich kann das nicht so lang. Ich werde wahnsinnig. Oh, krass, voll hell. Soll ich all der Firma hier raus? Oh, ja, also war mixed zwischen, hat Spaß gemacht, war aber auch stressig.